meine Damen und Herren, so. Nee, ist schon vorbei. Schönen guten Abend zur 72. Folge des Plankenschnacks. Diese Konstellation hier hat circa ein halbes Jahr Vorbereitung gedauert, da hier eine Person in diesem Raum etwas unpässlich war über die Zeit. Ich will jetzt nicht sagen, wer, aber Stefan, das war schon schwierig. Gebe ich auch zu. Ja, aber jetzt bin ich ja da, ne? Tag. Es waren viele Sprachnachrichten. Ja. Deinerseits. Ja, von dir kann man mir nur Uts, ich bin auf Party, kann man nicht. Großartig. Also wir haben den guten Herrn Ranzratte heute hier. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Bei uns geht es immer so los, dass die Leute sich kurz mal vorstellen. Ja. Du hast die Bühne. Das ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde und Freundinnen. Mein Name ist Ranzratte, freue mich jetzt heute endlich mal hier zu sein. Endlich hat's geschafft, hat's gepasst, hab ich's geschafft, so rum. Ja, bin auf Twitch unterwegs, YouTube, aber das ist alles so Standardvorstellerino, ne? Hallo, ich bin ein Mensch. Reicht? Ein Mensch. Ganz kurz, prägnant, das trifft ungefähr so, trifft den Zahn, so wie bei Dings, ja? Ne? Wie bei dem Video auf Twitter, das war ja auch sehr schön. Das war ja auch komplett anders. Man sagt, Stefan, ja, du solltest darauf reacten. Und er macht natürlich gleich so eine Minute und dann sagst du so, ey, cool, ich muss nichts mehr schneiden, dankeschön. Ja, aber ich habe ja drauf reacted. Ja, das war klasse. Bist du denn auch so ein Reaction-YouTuber? Boah, hör mir auf. Ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich das mal mache so. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich das nicht mehr weg. Das ist so, als würdest du Minecraft spielen, verstehst du? Machst du einmal, hast du die Leute da und die verlangen das dann so. Deswegen habe ich es einfach gelassen. So, ich keine Ahnung. Ich finde das immer, also es ist ja okay, wenn man es macht so. Es ist okay, wenn man sich dabei filmt, wie man auf etwas reagiert. Aber ich finde es halt schade, dass diese Videos teilweise mehr Aufrufe bekommen als der Content an sich. Ne, von dem, der es hochgeladen hat so. Aber nein, ich bin kein Reactor. Schade. Nee. Wieso? Soll ich auf dich reagieren? Mach mal ein Video. Nee, danke, da kommt nur Mist bei raus. Ja. Aber, oder du singst mir ein Lied, das ist ja auch schon vorgekommen. Ja. War großartig. Ja. Nun gut, bei uns geht's immer so los, dass wir die ersten zwei Wochen kurz mal so, die letzten zwei Wochen rekapitulieren. Und wie war's denn bei euch beiden, Sali, Slabby, die letzten zwei Wochen? Sali? Slabby, fang doch mal an. Nee, fang du doch mal an. Warum? Ich hab Dark Souls gespielt. Oh. Ich hab Dark Souls 1 die ganze Zeit gespielt. Und bin da gerade noch so ein bisschen die letzten zwei, nee, das letzte Achievement, nee, die letzten zwei Achievements am Farmen. Und denke, dass ich auch morgen dann fertig mit bin und dann greife ich mir ein neues Projekt, um es auf 100% zu spielen. Dann habe ich noch so zwei Bot-Sachen eingeschoben. Das eine war ganz schlimm, Kara, The Video Game. Und das andere heißt Midnight Deluxe. Das ist so... Nennt man das? Ist das ein Geschicklichkeitsspiel? Es erinnert ein bisschen an hier Angry Birds, weil man muss so ein kleines Munchkin einem bestimmten Bogen wohin schießen. Überall sind Kreissägen und so etwas. Und es gibt verschiedene Labyrinthe, wo du ihn durchschießen musst. Und viele Labyrinthe sind mit einem Schuss oder mit zwei Schüssen zu schaffen. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Nur ein, zwei Stunden gespielt, dann war schon durch. Aber das hat echt viel Spaß gemacht. Ein Spiel, was auf hier auf Steam 76 Cent kostet. What? Also ein Schnapper. Midnight Deluxe. Ja, abgefahren. Ja, abgefahren. Also es hat echt Spaß gemacht. Ein sehr, sehr hübsches kleines Ding. Da habe ich noch Crash Bandicoot zwischendrin reingeschoben, weil ich ein bisschen was Buntes und Witziges gebraucht habe. Und ja, das waren so die Crash letzten... Crash Bandicoot ist cool. Mega. Ich habe extra den letzten Teil genommen, um da ein bisschen zu Achievement farmen, weil das der einfachste ist. Ja, haben wir auf 60% gespielt. Stefan, kannst du so Jump'n'Run Sachen spielen? Sowas wie Crash Bandicoot oder bist du da schlecht? Ich glaube, ich habe das damals nur gespielt, weil es ein Drache war. Und zwar Spyro the Dragon. Habe ich damals gezockt bei PlayStation 1 Zeiten so. Da war aber auch so gerade meine Drachenzeit. Und ich denke, deswegen habe ich es gezockt. Ich habe komplett abgelost so. Also ich habe erst wirklich richtig angefangen zu zocken am Rechner und mit Shootern. Also Jump'n'Run ist, weiß ich nicht, gib mir eine Waffe bei einem Jump'n'Run. Vielleicht treffe ich dann wen und dann wird's was. 21. September.
Das Spyro-Remake von Spyro 1, 2, 3. Weiß. Genau deswegen habe ich den PlayStation-Twitter-Account wieder gefolgt. Oh, großartig. Ne? Gansko und Ganoli kann ich dir da empfehlen, Stefan. Ist auch sehr günstig, macht sehr viel Spaß. Vielleicht ist das ja was für dich. Also es ist auch Jump'n'Run mit Waffen und Spiel über den zweiten Teil. Der erste ist nicht ganz so schön, sag ich mal, von der Steuerung, aber das macht echt Bock. Okay, lieber mit Controller oder kannst du schon auf Tastatur zocken? Nee, den zweiten kannst du auf jeden Fall auf, mit Maus und Tastatur spielen. Okay, also cool. Da ist es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Okay. Und es ist super witzig. Ich finde es übrigens schön, dass Sascha im Chat den Witz, den ich niemals gebracht hätte hier live, gebracht hat und ich ihn da deswegen nicht aussprechen muss. Danke, Sascha. Was hat Sascha denn geschrieben? Ja, ich werde es ja nicht aussprechen. Ach so, ja. Wow. Ja gut, Steffi, wie waren denn deine zwei Wochen? Hey, halt! Ach so, Entschuldigung. Hallo? Ich habe vielleicht den Trash-Train absolviert. Oh ja. Zwei Stunden. Und es wird mir sehr viel zugeflüstert, dass in den letzten beiden Trails, es war nicht nur einer, geschmut worden ist und ihr nicht eure 2 Stunden absolviert habt. Ich habe 2 Stunden und 10 Minuten und habe mein Trash-Spiel sogar auf 100% gespielt. Bitte? Ich habe das Pferd so gepeitscht. Das Vieh kann sterben. Kurz. Was, echt? Ja. Nein. Ich gebe dem und gib. Und dann kurz vor der Linie, ich war halt echt gut mit dabei, ne? Fällt das Ding zusammen, schwarz, tot. So, ich hätte die Zunge ausgerollt, hätte ich gewonnen. Aber so, ja, aber es war sehr witzig. Und ich habe den Trash Train erfolgreich absolviert und habe ihn weitergegeben. An wen denn? Ich habe ihn weitergegeben an Drakon. Oh. Und er darf etwas ganz Wundervolles spielen. Was denn? Etwas, was ich selber schon gespielt habe. Oh, jetzt geht's um, was denn? Orc Slayers. Nein, dieses olle Ding. Oh nee, für die Leute da draußen. Und nur positiv reden. Es wird ein Traum. Für die Leute da draußen, um das nochmal kurz zu erklären. Andidev war ja das letzte Mal hier und der hat was ins Leben gerufen, wo wir sowas wie eine Art Kettenbrief machen, sage ich jetzt mal, wo immer jemand nominiert wird. Und von demjenigen, der davor gespielt hat, ein schlechtes Spiel geschenkt kriegt. Und der muss das 2 Stunden spielen und darf sich darüber nicht aufregen und muss am Ende was Positives dazu sagen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Mal sehen, wen Drakon nominiert. Drakon war das letzte Mal hier, das war das vorletzte Mal. Nee, das letzte war Drakon das letzte Mal? Ja, stimmt, richtig. Ja, das war vorletzte. Ja, seitdem gibt's das. Mal gucken, wie weit das geht, ja. Aber also ich habe nicht geschmut auf jeden Fall. Mir sind da andere Sachen zu Ohren gekommen, aber... Also Slappy hat auf jeden Fall geschummelt. Nein. Ich hab das Spiel war die ganze Zeit eingeblendet. Ich habe Zeit eingeblendet und wir haben schon unsere 2 Stunden plus 10, 15 Minuten, weil die gefehlt haben für 100%. Das Spiel war die ganze Zeit zu sehen bei mir. Was kann ich denn dafür, wenn es sich von alleine spielt und du mir ein Klickerspiel gibst, bei dem das Klicken nach einer Stunde keinen Sinn mehr macht? Ganz genau. Ja, ich verstehe schon, großartig. Ich bin immer gespannt, wann das in die reinkommt von den Leuten, die so feste Spiele haben. Mal sehen, ob die das überhaupt machen. Das würde mich mal sehr interessieren. Also so ein Ranzrate könnte ich mir auch vorstellen bei so einer Sache. Ich salz bestimmt überhaupt nicht rum oder so. Nee, Quatsch, Digga. Hast du schon Barbie-Spiel gespielt? Nein. Oh Gott. Also, nicht am PC. Nicht am PC, aber auf der Konsole. Oh, fertig. Jeden Abend. Du, als ich 7 war, habe ich auch mit. Vergessen wir das. Ja, du meine kannst. Letzten. Dich, wollte ich gerade sagen, du kannst dich auch jetzt in deinen 2 Wochen Recap nochmal dazu outen. Ja. Outen. Ich oute mich, dass ich mit den Barbies meiner Schwester gespielt habe. Nicht so wie. Was? Ich habe in den letzten 2 Wochen Enter the Gungeon gespielt, unter anderem. Das war sehr lustig. Ich mag das Spiel. Ich bin nur unfassbar schlecht darin. Also andererseits, ich bin sehr einigermaßen gut in Binding of Isaac. Aber das habe ich mir schon überspielt. Und ich weiß nicht, ob euch das genauso geht. Ich glaube nicht. Aber ich bin momentan noch auf der Suche nach diesem einen Spiel wieder, das ich ein paar Wochen lang spielen kann im Stream. Ich spiele immer ein Spiel an und dann war's das.
Und momentan suche ich. Mal gucken, ob ich nochmal Enter the Gungeon spiele oder ich mir morgen irgendwie was anderes wieder raussuche. Ich meine, bis August habe ich noch ein Weilchen Zeit zu zocken. Ich möchte dann wahrscheinlich gerne mir mal auch WoW vielleicht im Stream angucken. Aber ja, also Enter the Gungeon habe ich gespielt, das war ganz witzig, aber ich bin auch mit dem neuen Patch immer noch super schlecht. Also ich habe es vielleicht 2-3 Mal auf Level 4 geschafft und da war immer schon aus bei mir. Ich habe es jetzt heute, habe ich mal ein bisschen gespielt noch für mich und habe es das erste Mal ins fünfte Level geschafft, aber ich weiß nicht, wie ich es durchspielen soll, weil das ist echt sehr, sehr schwierig. Ansonsten habe ich Captain Toad Treasure Tracker auf der Switch gespielt. Süßes Spiel, aber mehr was für die Toilettenbesuche, wenn man mal 5 Minuten rumkriegen möchte oder so. Kein Spiel für 8 Stunden Stream. Ich habe Minecraft gespielt. Nee. Was? Ja. Modded Minecraft. Hab Im ich mal Stream? Kurz. Im Stream, ja. Oh. Mein erster Stream, um mal zu testen, weil ich weiß, dass Minecraft ja das mehr oder weniger anstrengendste Spiel für die CPU ist, was man eigentlich so zocken kann. Und für den RAM. Und ich musste meinen PC testen jetzt nach dem Umzug und meine Verbindung, weil ich halt auf 6000 Bitrate hochgeschaltet habe. Wird dich doch nicht raus. Du wolltest einfach nur Minecraft spielen, Mann. Du brauchst dafür keine Gründe. Auch in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Ja, nee. Und ich habe tatsächlich überlegt, dieses Modpack zu spielen, aber das Modpack an sich hat mir noch nicht so gut gefallen. Ich meine, man kann nicht mal so eine, wie heißen die nochmal, Smelteries bauen und Erze verdoppeln darin. Und das hat mich ein bisschen genervt. Deswegen mal gucken. Vielleicht spiele ich tatsächlich demnächst mal wieder ein bisschen länger Modded Minecraft. Ich hätte halt schon Bock. Ich finde, dass so die Community bei Minecraft nicht mehr so salzig ist wie früher. Nein. Ich find's angenehmer. Die werden alle älter. Die sind alle nicht mehr 7. Die sind jetzt mittlerweile 10 und können 17. Ein bisschen weiterdenken. Nein, so ein bisschen. Ich finde es ein bisschen angenehmer in den Chats. Ja. Also ich gucke auch bei Leuten rein, die das spielen. Und ich finde es angenehm. Waren aber trotzdem ein paar Nervensägen da. Boah. Also ich habe das letzte Mal Minecraft gespielt. Ich glaube, da war es noch in der Alpha, als dieses volumetrische Licht reinkam. Ich glaube, 1.3b Alpha oder so. Keine Ahnung. Das war das letzte Mal, wo ich wirklich aktiv Minecraft gespielt habe. Danach hin und wieder nochmal so ein bisschen rumgerannt aus Langeweile. Aber boah, Minecraft, hör mir auf. Nee. Nicht gut? Ja, schon gut, aber weiß ich nicht. Ist so ein bisschen überspielt. Du darfst halt Vanilla nicht mit Modded vergleichen. Das stimmt. Ja. Oh, ich weiß nicht, also ich lieb's immer noch. Ja. Vielleicht spielen wir es mal zusammen. Wir beide? Ja. Oh, ja, warum wir haben nicht? Noch nie zusammen Minecraft gespielt. Vormittags oder was? Moin um neun. Moin um neun, Junge. Ja. Ja, gut. Können wir gerne mal ausprobieren, klar. Ja. Ja, im Sommer kommt ja nichts raus. Ist ja, ja, deswegen suche ich gerade. Ich bräuchte mal wieder so ein Spiel wie Kerbal Space Program oder sowas, was mich so richtig an Rechner zieht wieder für 2 Monate. Vormittags Minecraft, abends GTA, deine Mods kriegen schon Angst. Ja, das freut die Mods auf jeden Fall. Yay! Samba. Ja gut, dann kannst du aber auch schon, der musst du auf jeden Fall, wenn wir das machen, müssen wir die Modwoche zurückbringen. Aber dann kontinuierlich so. Ja. Als Entschädigung. Was hast du gemacht, Stefan? Die letzten 2 Wochen? Oh. Ja. Ja, viel GTA immer noch, ne? GTA Roleplay, aber mittlerweile wird das so ein bisschen sehr, sehr schwierig, weil irgendwie hinter diesem ganzen GTA-Projekt so Sachen passieren, die das Spielgeschehen beeinträchtigen und da habe ich momentan einfach weniger Lust drauf. Und der Battle Royale-Hype hat mich wieder gepackt mit Ram Royal und vor allen Dingen Islands of Nine. Also ich bin total Islands of Nine verfallen. Endlich, also ein wirkliches Battle Royale für mich, weil Shooter, ne, mit Shootern angefangen und so. Und das heißt jetzt, so ein True-Ego-Shooter-Ding im Battle Royale-Stil ist schon geil. Also macht schon Bock, aber ich salz halt auch schnell. Also so 2 Stunden kann ich das Spiel spielen, danach brauche ich neues Equipment. Ja. Habe ich letztens gesehen. Ich habe mich gefragt, Mensch, warum spielt er das denn noch? Und es ging weiter und weiter und weiter. Es wird gemeckert und immer mehr. Hassliebe, ich weiß nicht. Kennst du das nicht, Alter, wenn du spielst und du denkst, boah, nee, total kacke, Alt F4. Ja gut, komm, eine Runde und startest das Game wieder? Nee. So ist das bei... Ach, leck mich. Aber so ist es bei Islands of Nine. Nee, das habe ich nicht. Nein. Bin dann weg für eine Weile und dann komme ich wieder. Okay.
Ich habe letztens gesehen, das fand ich sehr witzig, du hast ja wirklich alle Battle Royale Spiele gespielt an einem Tag, oder? Ja, ja, ich war bis so, bist du auf Fortnite, so glaube ich, oder? Bis auf Fortnite, ja, aber das ist ja kein Battle Royale Spiel, das ist ja Bauen für Kinder. Was? Das, ich hab geguckt, ich glaube, es war Montag, ich guck so, warte mal, Eye of Nine, okay, Standard, so, dann was anderes mal guck ich, wie jetzt läuft Realm, okay. Und dann guckst du, wie viele PlayerUnknown's Battleground, was ist mit ihm? Ja, ich war im BR-Hype irgendwie, ich weiß auch nicht. Macht Spaß gut. Momentan. Ja. Doch schön. Lass krachen. Bei mir ist es wieder sehr schwierig, die 2 Wochen aufzuholen. Ich weiß es immer nicht. Ich habe Moonlighter angefangen. Ein unglaublich tolles Spiel. Meine Herren. Es ist sehr freundlich. Es ist ja auch mehr, ich sag mal, geht in die Richtung Enter the Gungeon, so Roguelite. Und das macht echt Spaß. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mir Astroneer mal wieder angesehen. Das fand ich auch sehr schön. Und ich habe auch mit Andy, der vor der Escapist gespielt, zu zweit. Das ist ja sehr, sehr witzig, ne? Wo du aus Gefängnissen entkommen musst und dann spielst du das zu zweit. Das war schon ein bisschen cool, muss ich sagen. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ach so, ja, und ich habe GTA wieder angefangen. Hab's gesehen. So nebenbei. Ja, so nebenbei mal. Ja, die Viewer waren halt weg, ne? Ich hab, ja, aber für GTA, ja, ich kenne das. Ja, das ist ganz klar. Oh, Subdrop, also, warte, GTA, oh! Ja, alle wieder da. Kappa. Ja, ist wirklich ja, Kappa. Weil... Nee. Aber es ist gut, also es macht sehr viel Spaß. Also zumindest da, wo ich jetzt gerade bin, geht mir keiner auf den Piss, auch nicht nach dem Stream und vorm Stream. Das heißt, es ist immer sehr entspannt. Das Problem ist nur, was da halt ist, dass der Server erst so um 20 Uhr aufsteht so, und ich mache um 20 Uhr aus und dann denkst du mir so, oh Mann, was soll das denn? Aber es ist schön, es macht Spaß. Also Roleplay ist eine feine Sache. Ansonsten, glaube ich, habe ich nicht viel gemacht, nee. Nicht wirklich. Ich glaube, ich habe mir das allererste Mal in meinem Leben einen YouTube-Kanal erstellt. Das habe ich noch gemacht. Was will man denn damit noch heutzutage? Bitte? Wenn man denn damit noch heutzutage? Du, ich weiß nicht. Ich hab sehr spät ja alles angefangen. Ich habe sehr spät. Das ist ein gutes Thema, worüber wir reden können. Ich habe sehr spät mir erst Discord angeschafft. Sehr, 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 sehr spät. Ich habe sehr, sehr spät mit Instagram angefangen. Ich habe eigentlich alles immer schon, als es schon vorbei war, habe ich damit angefangen. Wie ist das bei euch? Seid ihr immer pünktlich rein und habt oder seid ihr auch mehr so die, ja gut, komme ich heute, komme ich morgen? Das war mir alles zu viel am Anfang. Ich bin erstmal, bis ich mit Twitter warm geworden bin. Das hat erstmal ein paar Monate gedauert. Und dann fand ich Twitter super und habe mich darauf fixiert. Instagram ist immer noch Neuland. Ich bin jetzt nicht so aktiv da drauf. Es gibt dann Zeiten, poste ich wieder ein bisschen mehr und dann wieder weniger. YouTube, ja, da habe ich auch mal Zeug raufgeladen, einfach damit es bei Twitch nicht verloren geht. Und nee, eigentlich nicht. Ich bin mit allem eigentlich immer die Letzte. Also als ihr alle schon Discord hattet, wir steigen um, habe ich immer noch so, nein, ich will nicht umsteigen. Ich bleib bei der Twitch-App und dann bin ich halt doch umgestiegen, weil eben alle anderen es genutzt haben und mir es zu nervig ist, 2, 3 Sachen gleichzeitig zu unterhalten. Ich finde das unglaublich schwierig, so viele Medien zu haben, wo man erreicht werden kann, die gleichzeitig gut zu versorgen und so. Es ist mir zu viel. Es ist mir einfach zu viel. Ich habe dich angeschrieben. Wo? Ja, da und da. Nach 2 Tagen habe ich das schon wieder vergessen und dann suche ich, wo hat der gute Mensch mir geschrieben? Discord? Nein, okay. Vielleicht eine Flüsternachricht? Nein, da ist sie auch nicht. Twitter? Nein, Twitter ist es auch nicht. Kotze ich schon, da habe ich schon keinen Bock mehr drauf. Das ist mir zu viel. Muss ich zugeben. Also dauert sehr lange, bis ich mit etwas warm werde und dann das langsam so dazu kommt. Langsam. Ganz langsam. Stück für Stück. Stefan, wie lange bist du schon bei YouTube jetzt? Du hast ja mit YouTube angefangen, ne? Viel zu lange. Ja, ich habe mit YouTube angefangen. Ich kann es gar nicht genau sagen. Ein paar Jahre, definitiv. Also vor Twitch. Da war es auch noch echt cool, so, da hattest du noch dein schönes altes YouTube-Design, man konnte oben so einen Banner hinpacken, hatte noch an der Seite stehen, so, yo, Alter, du bist heute der meistgeguckte Kanal, Kategorie Gaming und so ein Kram, hast du so einen Stempel noch gekriegt und kannst du irgendwelche Verlinkungen hinpacken, dann kam so das andere Design und dann wurde YouTube immer mehr so, yo, die Leute, die dahinter stehen, wollen damit Geld verdienen, mittlerweile merkst du es so und
ich weiß nicht, ich habe an YouTube absolut nicht den Spaß verloren, aber YouTube ist nicht mehr so das, wofür ich mal, ich will jetzt nicht sagen stand, aber warum ich es mal gemacht habe so. Also dieses Broadcast-Yourself-Ding, dieses Content-Createn, das ist voll weg, so, das ist ein übertriebenes Business. Ich vergleiche das mittlerweile sehr, sehr gerne mit dem Musikbusiness. So krass hart ist es halt einfach geworden. So, du kannst nicht einfach irgendeinen Scheiß machen, den hochladen und der wird geguckt. Machst du Kacke, wirst du gehatet, machst du das, ne, warum machst du keine Pranks? So Sachen halt. Ich weiß nicht. Also YouTube ist irgendwie, keine Ahnung, das neue RTL, wenn man so sagen kann, in einigen Bereichen. Und das ist was, was mich ein bisschen stört, so, ja. Irgendwie, ich weiß nicht. Aber ja, so lange bin ich schon dabei, um das beurteilen zu wollen. Zu können, weiß ich nicht, aber zu wollen. Ich überlege gerade, ich habe damals zu den Zeiten angefangen, wo noch die Leute Außenseiter geguckt haben und Alexi Bexi mit seinen Nutella-Duschen und sowas. Ja. Habe ich damals angefangen. War halt noch geil, ne? Mhm. Ja. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, zur heutigen Zeit muss man einfach ein bisschen tiefer graben, um noch was zu finden. Also ich finde regelmäßig. Ja, aber das ist ja eben halt so schade. Das ist, ja. So ist, dass du tiefer graben musst. So diese kleinen Content-Creator, so, die werden halt null mal in den Trends gelistet und wenn doch, dann, keine Ahnung, ist es totaler Kack, der dann mal durch Zufall, durch einen Algorithmus durchgeflossen ist oder so. Weiß nicht. Es ist halt schade, dass du heute erfolgreich wirst mit, oh, der weltgrößte Burger für 25.000 Euro gegen den weltgrößten Burger für 5 Euro, so. Weißt du, und das ist in den Trends und das gucken sich die Leute an und ich denke mir so, ja, ist doch scheißegal, beiß rein, fress und halt dein Maul. Keine Ahnung, ist halt, boah, nee, ist halt nichts für mich. Gab's früher überhaupt Trends? Ich meine, Trends ist ja auch erst vor ein paar Jahren reingekommen und soweit ich mich erinnern kann, war Trends schon immer irgendwie der größte Müll. Ja. Also, was man sich halt als Zwölfjähriger auf dem Schulhof anguckt, so teilt. Wenn ich daran denke, was ich so auf CDs gebrannt habe und meinen Kollegen mitgegeben habe, das war jetzt auch der Beste an Content nur. Ja, früher hast du gesagt, ey, wäre cool, wenn man in die Trends kommt, so, zieht ein paar Zuschauer und macht vielleicht Abonnenten. Heute denkst du dir, oh, bloß nicht in die Trends, die Community will ich da gar nicht haben. Ne? Das ist halt, ja, YouTube ist im Wandel. Aber Gott sei Dank streamen wir hier gerade auf einer wunderbaren Plattform. Fehlt so ein Häkchen. Meine Videos bitte nicht in die Trends packen. Ja, genau. Keine Trendsliste. Das ist mir so, wirklich, das ist eine geile Idee. Wäre gar nicht so verkehrt. Mhm. Ah, wie ist das bei euch, also Slappy und Sali? Wann habt ihr angefangen? Also jetzt mal, ich weiß ja nicht, ob ihr heute noch YouTube konsumiert oder Twitch. Ich gucke immer noch. Also ich konsumiere immer noch, glaube ich, mehr YouTube teilweise als Twitch an manchen Tagen. So. Manchmal bin ich dieser ganzen Twitch-Welt so leicht überdrüssig, muss ich sagen. So in den letzten 6 bis 12 Monaten war das sehr viel der Fall, weil ich das Gefühl hatte, viele kopieren sich nur noch, also kopieren andere, setzen sich einfach nur noch hin, spielen Videospiele, quatschen, so, das habe ich jetzt schon vor 4 Jahren gesehen. Das muss ich jetzt, ne, irgendwie, selbst wenn ich einen neuen Streamer gucke, da kommt halt nichts Neues. Es gibt immer noch viele, die ich halt, die immer noch was Neues rausbringen, aber so die alten Gesichter, an die hat man sich gewöhnt, da schaltet man immer noch ein. Aber wenn jetzt von den Neuen nichts Neues kommt, dann gucke ich das nicht. Auf YouTube habe ich immer noch das Gefühl, finde ich es immer noch einfacher, wirklich frischen Content zu sehen, persönlich. Und sei es wirklich Reaction-Channels. Also ich gucke tatsächlich, ich habe nie Reaction geguckt, weil ich Reactions immer kacke fand. Und dann habe ich diesen einen Kanal gefunden, der halt tatsächlich gute Reactions macht. So zwei Hip-Hop-Jungs aus Las Vegas, die sich halt Metal anhören. Und halt darauf abgehen. Und das finde ich zum Beispiel ziemlich gut. Aber ich gucke halt auch, selbst wenn ich Gaming-Content, wenn ich irgendwie was über irgendwelche bestimmten Spiele rausfinden möchte, kriege ich das auf YouTube wesentlich besser erklärt halt als auf Twitch. Weil auf Twitch gucke ich halt jemandem, der gerade am Zocken ist, zu. Der wird dann nicht genau das erklären, was ich gerade erklärt haben möchte. Auf YouTube kann ich genau danach suchen. Das heißt, da ist YouTube immer noch irgendwie besser. Twitch sollte es mal hinbekommen, ihre Videoplattform ein bisschen besser hinzubekommen. Dann könnte man auch hier drauf abweichen, aber das kriegen sie halt leider nicht so hin. Ich persönlich habe damals auch Gronkh bei den allerersten Let's Shows, hieß das damals noch, nicht Let's Play, sondern als die Minecraft Alpha oder Beta oder was gerade lief, da hat er ja schon gespielt und seine Welten einfach nur vorgestellt, ist dann halt durchgerannt. Und hat es nicht Let's Played, sondern nur gezeigt, was er so gebaut hat. Und da habe ich schon YouTube geguckt, aktiv, und habe überlegt, könnte ich sowas nicht selber machen? Ich hatte nie den PC, um vernünftig schneiden zu können. Ich hatte nie die Muße oder den Bock,
halt vernünftig schneiden zu lernen und deswegen habe ich es immer sein gelassen. Dann kam erst Twitch, wo ich dachte, ja, da könnte ich vielleicht, das ist neu, da könnte ich meine Nische finden, hier fange ich an. Es könnte aber sein, dass ich bald zumindest nicht für meine Slapstick-Geschichten halt auf YouTube was mache, aber für den Job, den ich noch jetzt mittlerweile mache, dass ich da ein paar Sachen auf YouTube hochlade. Weil ich schreibe sowieso und wenn ich irgendwie so 3.500 bis 5.000 Wörter Artikel geschrieben habe, dann habe ich im Prinzip ein Skript vor mir liegen, das ich nur vorlesen muss, wo ich ein paar Videos aufnehme, wenn ich so einen Gaming-Test oder Hardware-Test schreibe. Und das könnte man dann tatsächlich gut in Videoform nochmal darbringen. Leute gucken sich tatsächlich immer noch lieber Videos an, als sich einen Text durchzulegen, lesen. Ja. Genau, Lost in Vegas heißen die Schwimmbad-Pommes. Die gucke ich sehr, sehr gerne. Wo wir gerade darüber reden, Leute, tut mir doch mal einen Gefallen und weil ja schon einige das gemacht haben, wie ist denn das bei euch? Seid ihr da auch irgendwie im Wandel oder wie konsumiert ihr das, wenn ihr selber Content Creator seid? Da sind ja bestimmt auch einige da. Wie läuft bei euch denn so der Hase? Und dann Sali, wie ist denn das bei dir aktuell? Also wie hält sich das weißt bei dir die Waage? Könnt ihr euch an die ersten, an so einer eurer ersten YouTube-Videos, die ihr selber gesehen habt, erinnern? Ich kann mich so ein bisschen an die ersten dazu gehört, das Bruce Lee-Video Ben und Lord of the Weed. Ich habe Lord of the Weed geliebt. Das gucke ich mir heute sogar noch an, wenn ich mal schlechte Laune habe, muss ich immer noch drüber lachen. Das ist auch Bruce Lee, Bam, das sind solche Sachen. Das ist für mich YouTube gewesen. Jetzt als Streamer, so die letzten 3, 3,5 Jahre, habe ich YouTube eigentlich hauptsächlich dafür genutzt, um mir schnell Informationen zu holen, wie man zum Beispiel etwas einstellt. Weil da ist YouTube voll mit. Ob ich jetzt meinen DBX nochmal richtig einstellen möchte und genau wissen möchte, was ist für die Höhen und was ist für das nochmal verantwortlich. Das ist perfekt. Liebe ich es, mir genau so etwas anzuschauen, wo mir jemand genau erklärt, er zeigt da drauf und dann zeigt er dir, wie das funktioniert. Und ich mir so, boah, toll, ne? Und ich kann zurückspulen und kann das selber ausprobieren und sagen, ja, klasse. Also dafür habe ich YouTube unglaublich viel genutzt. Es wird immer noch oft gefragt, wie hast du angefangen mit dem Stream? Das ist doch alles so schwierig. YouTube. Schaut euch YouTube-Videos an. Das ist die beste Möglichkeit, um Informationen über OBS oder sonstige Sachen herauszubekommen. Großartig. Dafür nutze ich es viel. Ansonsten ist es eine ganz kleine Handvoll Leute, die ich regelmäßig schaue. So Alexi Bexi. Gut. Ja. Und sicher noch zwei. Oh, hier, Le Floyd gucke ich auch noch, die Nachrichten. Das finde ich, bin ich aber erst vor kurzem draufgestoßen. Finde ich ganz gut. Ich mag diese Nachrichtenzusammenfassung, das gefällt mir. Konsumiere ansonsten sehr wenig YouTube. Und wenn, dann gezielt. Musik, gezielt. Ich möchte Horrormusik haben, die gleichzeitig Techno-Versionen drin haben. Dann gehe ich auf YouTube, um gezielt Sachen rauszusuchen. Ansonsten nicht so. Ich bin schon sehr auf Twitch. Wie ist denn das für euch? Das ist für mich auch eine interessante Frage. Was waren denn eure ersten Videos? Meinst du war von Cold Mirror? Da hat sie irgendwas vertont, glaube ich. Nee, meinst du war von Cold Mirror, als sie Minecraft das erste Mal gespielt hat. Und ach, das war großartig. Kann ich mich noch daran erinnern, wie sie Rezepte erklärt hat und wie bescheuert das doch eigentlich ist. Und am Ende kam dann raus so, ach, das ist ja gar nicht so schlecht, jetzt spiele ich das doch ein paar Mal. Da kann ich mich noch dran erinnern, das war super witzig. Bei mir war diese Lord of the Weed-Zeit definitiv so die ersten Synchros und so und war schon sehr, sehr cool. Und dann kam irgendwann so Gameplay-Tests. So, weil man wusste, okay, yo, das machen schon Leute. So, und dann hast du gedacht, yo, lade ich mir das Spiel jetzt runter, nehme ich das, kaufe ich das, gehe ich zur Videothek, leih ich mir das aus und dann gibst du das ein und Gameplay dahinter, auf einmal sitzt einer und spielt das. Das fand ich voll geil. Und dann habe ich das selber gemacht. Dann habe ich das irgendwie mal selber gemacht. Stefan, wie lange bist du auf YouTube? Ja, 10 Minuten plus. Weiß ich nicht, muss ich gucken. Lange. 2013, 12? Irgendwie sowas. Lange, lange. Ja, aber der Kanal, der war sehr, 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 sehr lange inaktiv. Also, bevor ich dann richtig angefangen habe, Videos zu machen, kontinuierlich. Ja.
Ich hab damals Alberto habe ich mir angeguckt. Boah, Alberto habe ich auch gesehen. Mit seinen Sitcoms und so. Mann, die waren so gut, ey. Ja. Ah, das war ja später, aber den habe ich mir auch angeschaut. Ja, das war witzig. Mit Uwe damals noch und so, die ganze Cengelo und so. Und Chicken Wings und das war echt witzig, Mann. Das war wirklich sehr gut. Kann ich mich noch dran erinnern. Das ich scroll hier gerade meine Videos, die ich mag, durch. Ich habe tatsächlich, bevor ich YouTube geguckt habe, habe ich Google Video viel, viel lieber geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Aber das war, bevor Google YouTube gekauft hat, war YouTube noch selbstständig unterwegs. Mhm. Und Google hatte ihren eigenen Streaming-Dienst oder ihren eigenen Videodienst hochgepackt. Und da habe ich immer da lieber geguckt. Aber das waren so, keine Ahnung, ich weiß heute nicht mehr. Das war noch, das war definitiv auch zu Lord of the Weed-Zeiten. Ich meine, da fing das ja halt alles an, aber ich glaube, Lord of the Weed habe ich tatsächlich noch auf einer gebrannten CD bekommen. Genauso wie, gut. Wie hießen die anderen? Sinnlos im Weltraum. So, ja, genau. Die gingen alle auf den gleichen DVDs rum. War mal schön, DVDs zu bekommen, wo nicht nur nackte Frauen drauf waren. ja, deswegen. Aber ich glaube, so die ersten Videos, die ich geguckt habe, waren irgendwelche French Le Parcours-Videos und solche Geschichten. So, keine Ahnung. Total. Ja. Total dämlich. Könnt ihr euch noch an den ersten Stream erinnern, den ihr mal geguckt habt? Boah. Ja. Ich kann mich tatsächlich noch an den ersten Stream erinnern. Ich habe damals Starbound geguckt bei Gronkh, das er gespielt hat, auf YouTube. Und irgendwann war ich durch die komplette Playlist durch von ihm und Tobi, glaube ich. Die haben das damals gespielt, dieses Starbound. Ich habe nebenbei Starbound auch gespielt, während ich das geguckt habe. Und irgendwann war es durch und ich musste aber trotzdem, ich wollte weiter Starbound spielen und halt jemandem dabei zugucken, wie er Starbound spielt. Und dann habe ich irgendwie auf einem Blog damals gelesen, dass es dieses Twitch gibt, wo Leute halt sich tatsächlich selber streamen und dann bin ich auf Twitch gegangen und dann habe ich nach Starbound gesucht und habe irgend so einen Holländer, der auf Englisch gestreamt hat, gefunden, der halt Starbound für 5 Leute gespielt hat. Und das war der erste Stream, den ich geguckt habe. Bei mir war es irgendwas mit Arma, also altes, damals. So, weil ich bin durch YouTube, sondern durch einen Stream da drauf gekommen, dass es sowas richtig lustig gibt. Ich weiß es aber nicht mehr genau, wo es war. Boah, dann, boah, nee. Und da fing halt diese Roleplay-Sache an. Im Endeffekt habe ich es Twitch zu verdanken. Guck an. Ich habe angefangen zu streamen, ohne zu wissen, was Twitch wirklich so richtig ist. Da es ja auf der Konsole diese Möglichkeit gab, ne, so hier kannst du streamen, kannst du aussuchen, 2 Sachen. Oh, guck mal, das sieht violett aus. Violette Schrift ist schön. Twitch, nehme ich. es hat, glaube ich, ziemlich lange gedauert, bis ich mich selbst also erstmal richtig mit der Seite so da am PC dann eingeloggt habe auf dieser Seite und geguckt habe. Ich kann mich an die ersten 3 erinnern, die ich damals angeschaut habe. Und das ist tatsächlich Koopy gewesen mit Koopmind. Oh. Es ist Wolverus gewesen, der hat damals sehr aktiv Binding Isaac gespielt. Und es war Funk Royal. Ja, Funk ist auch Urgestein, ne? Funk habe ich, das weiß ich noch, zu Weihnachten mit Kirby dann gesehen gehabt. Ich habe im November angefangen zu streamen und habe mich erst nach 3-4 Wochen so richtig erstmal mit der Seite so, ach, da kann man sich einloggen, ach, da kann man sich da unten so Banner erstellen. Ich habe halt die Konsole angeschmissen und über die Konsole gestreamt. Und ja, ich habe mich echt ein bisschen spät erst damit auseinandergesetzt. Das sind so meine 3, die ich weiß. Ja. Ich habe Hotshot GG auf Owned geguckt. Der hat League of Legends gespielt. Und ich wollte mir das mal angucken, weil der damals einen Charakter gespielt hat, den er sehr, sehr gut gespielt hat. Nidalee dafür war bekannt. Und dann habe ich irgendwann danach geguckt und dann habe ich das gefunden. Ich klicke so drauf und denke so, Mann, wieso kann ich denn durchs Video nicht durchklicken? Was ist das für eine Scheiße? Und dann habe ich festgestellt, dass das live ist. Und so habe ich das Stream kennengelernt damals. Auf Owned. Ich glaube, das war 2011, glaube ich. 2010 so in dem Dreh. Hat irgendeiner von euch noch auf Justin TV damals geguckt, vor Twitch? Ja, also ich auch. Nicht. Ich habe es nicht gemacht. Nicht. So. Ja. Die Zeiten, ey. Wahnsinn.
Das habe ich auch noch mal gemacht, ja. Da gab es ja, ach, da gab es doch so viel Zeug hier noch, so andere Streaming-Dienste, Ustream und so, wo Leute ganze Serien gestreamt haben und sowas. Das, das war richtig abgefahren. Ja. Mann, das ist echt lange her, 7 Jahre oder so in dem Dreh, als das denn alles losging. Abgefahren. Und dann, um mal die Folgefrage dazu zu stellen, wie entwickelt ihr oder denkt ihr darüber nach, dass ihr euch ständig eigentlich weiterentwickeln müsst, um noch dabei zu bleiben? Und wenn ja, wie? Nee, gar nicht. Ich habe es auch gerade im Chat gerade gelesen, weil ich mitverfolge, yo, damals bei Ratte war, damals Arma bei Ratte, da war Ranzratte noch cool so. Und das sind so Sachen, die lese ich halt mega oft, dass eventuell Content früher cooler war oder jetzt ist er halt besser oder keine Ahnung. Aber für mich, keine Ahnung, also ich entwickle mich nicht mit Content weiter. Ich muss jetzt kein Spiel spielen, was einen Hype hat oder so. Ich muss nicht auf einer Plattform mitgehen, die einen Hype hat. Ich habe vor, keine Ahnung wann, genauso wie du, Instagram jetzt angefangen. Also weiterentwickeln für am Ball bleiben, weiß ich nicht. Nee, ich denke, dann entwickelst du dich in die falsche Richtung, weil du dich dann dementsprechend oder dafür veränderst, dass du am Ball bleibst. Und ich denke, Veränderung für das ist immer falsch. So. Ich glaube, es bleibt nicht aus, dass man sich in den Jahren einfach menschlich entwickelt. Ja, man entwickelt. Wird älter. Man entwickelt sich ja eh weiter. Ja, das ist klar. Man entwickelt, aber dass man das halt, also ich trenne jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt keine Figur, die ich darstelle auf Twitch, sondern dass man das automatisch mit reinträgt. Die Veränderungen, die man so im Leben mitmacht, dass man das automatisch mit in seinen Stream reinträgt. Und eventuell als fiktive. Ich habe vor ein paar Tagen ein Emote von Future Man gesehen. Gibt es Future Man noch? Kenn ich gar nicht. Ja. Echt? Kennst du nicht? Ist eben so, als fiktive Figur machst du das wahrscheinlich nicht. Dr. Diese Disrespect, Dinge, ne? Ich denke, der. Diese Dinge so mit reintragen. Aber gerade ich, die sehr offen mit ihrem Leben im Stream umgeht, ist das ganz normal, dass man sich da weiterentwickelt. Direkt für den Stream wüsste ich gar nicht, wie. Nee. Was soll ich machen? Ich habe meinen Sound weiterentwickelt. Ja, das ist... Danke, das ist, Dizzy. Das ist was anderes so. Also, danke, dass Dizzy. Qualitätmäßig immer besser wirst oder so. Und ich habe am Anfang mein Mikrofon falsch... So zu der Zeit, wo ich Dizzy kennengelernt habe, dann bin ich das erste Mal dann auf das Teamspeak gekommen und da hat irgendjemand da mal im Teamspeak, der war damals sehr in der Community integriert, sagt er, du weißt aber, dass du dein Mikrofon da falsch rum drin hast. Und ich habe das sofort als Angriff. So, was? Gefällt dir etwa mein Sound nicht? Nein, so meinte ich das nicht. Aber man sieht das an dem, du hast den Punkt. Oh, Rode NT1A, rot, ja, goldener Punkt. Nee, ich habe damals ein USB-Mikrofon gehabt und so. Aber man hat es halt gesehen und ich so, was? Sagt er, ja, das musst du drehen. Und dann funktioniert das besser. Und ich so, was? Okay, ich drehe das mal. Du, monatelang so gestreamt, ne? Auf einmal war das viel besser. Ja, jetzt, ja, das Rode, das ist erst seit einem halben Jahr oder so mit Kompressor und dem Ganzen. Aber so in der Hinsicht, klar, entwickelt man sich weiter. Aber als Mensch bringt das Leben mit sich. Apropos, wenn man Dizzy kennt, ist echt schlimm, sich mit Equip weiterzuentwickeln. Warum? Wieso? Ich hab da was Tolles. Was denn? Ach so. Ich hab gehört von Elgato. Alleine was Sound angeht. Also ich möchte nicht wissen, ne? Oh, nee, da ist Stefan, weit voraus. Ja, das also, habe ich damals noch nicht gekannt. Den da bin ich ja ein ganz kleiner Furz gegen. Ja, aber das liegt ja daran, dass das ist ja nicht für Twitch. Das ist ja, ich bin ja noch Musiker nebenbei und ich produziere halt Musik und deswegen stehen dann hier Equipment-Dinger rum, mit denen ich auch Musik mache. So, aber das du ist ja nicht, machst Musik? Nein, das ist ja nicht zwangsläufig für Twitch. Nein, bitte. Oh, Gott. Ihr könnt alle bei YouTube. Und, perfekt. Nee, aber ne, ja, warum soll ich dann nicht hier raus streamen aus dem Studio? So. Ja, eben. Ja. Steht ja da. Ich bin noch lange kein Deadmau5, der aus seinem Dolby Atmos Studio streamt und sich da so hinsetzen kann und das ist einfach gottgleich. Aber das ist so geil, Studio, oder? Das Studio holy ist so shit, mega. Stell dir mal vor, Hans Zimmer würde man einen Streamer schmeißen aus dem Studio. Ja, ja, das ist doch so, so tot, Alter. Du denkst dir, yo, alles klar, leck mich am Arsch, Equipment mit Müll. Aber glaubst du, der hat so ein cooles Studio? Ich finde jetzt das von Deadmau5 ist halt schon alleine also Hans fürs Auge. Zimmer,
ist das halt Candy. Hans Zimmer, ne? Hat ja alles so ein bisschen auf königlich eingerichtet tatsächlich. Ja, genau. Also alles so mit Rot und Gold und so. Und er hat das mal in einem Interview meiner Meinung nach gesagt, er sitzt in seiner hier weibliches Geschlechtsteil einfügen, wenn er in seinem Studio sitzt. So fühlt er sich dann. Da gibt es sehr viele und, Bilder hier. Ja, also das Studio von Hans, ja, ja. Das ist schon, und das ist halt ein Raum. Ne? Der hat ja dann seinen Orchesterraum da, wo dann die Band spielt, ist dann woanders und ach, hör mir auf. Der hat ein richtig schönes Studio. Oh also mein der Gott, hat wirklich, ist das schön. Das ist Wahnsinn. Okay, das geht aber in eine ganz andere Richtung als ja, das von ne? Dead, ne? Genau. Oh, das ist aber edel und schick. Ja. Mhm. Das fühlt man sich aber aus wie wohl. Ein Uterus, so ein bisschen. Das ist so, also wenn du dahinter die komplette Wand siehst, wo du alles patchen kannst, mit Patchen kenne ich mich gar nicht aus. Das ist ja Kabel zu Kabel und dann klingt es anders, weil du das Gerät mit dem Gerät und hier nochmal links, rechts und über Kreuz verkabeln und dann hast du auf einmal ein Epicorn, pff, so einen geilen Trailer-Sound, Alter. Wow. Hör mir auf, ey. Kennst da du... möchte ich gerne einmal rein und einmal so einmal drinstehen. Manche Leute gehen in den Wald und atmen diese Waldluft. Ich möchte diese Studioluft einfach mal atmen, ey. Sagt dir Reason was von ja. Propellerheads? Ja, ja. Ja, da kannst du es quasi üben erstmal. Das Patchen. Ja. Patchen ist eigentlich nicht so schwierig. Nee, ist es auch nicht, aber wenn man es noch nie gemacht hat, klingt es halt scheiße. Ja, das stimmt. Aber sobald man einmal Frequenzmodulation verstanden hat, ist es eigentlich relativ easy. Ja. Du, aber wenn, also Deadmau5 hat schon ein geiles Studio und streamt in 2018 immer noch PUBG. So Hans Zimmer würde dann wahrscheinlich DayZ daraus streamen, also. Ja. Das war gut. Was bei dir ist, Levy, auf die Frage, entwickelst du dich noch weiter oder denkst du daran? Mein Streamer-Ich oder mein Ich? Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Arbeit in letzter Zeit reingesteckt, mein Ich als solches zu entwickeln mit einem neuen Job und allem drum und dran. Und versuche momentan wieder so ein bisschen den Bogen in Richtung Twitch zu bekommen. Mir gelingt das aktuell noch nicht, weil die Spielelandschaft es mir momentan nicht ganz so einfach macht, wie es sonst halt immer war. Und ich momentan nicht auf den grünen Zweig, den ich gerne hätte, komme, wie genau ich meinen Twitch-Kanal jetzt weiterbringen möchte. Ich mache mir aber schon Gedanken darüber, ja. Und ich hoffe, dass ich so in den nächsten 2-3 Monaten da wieder ein bisschen mehr rausholen kann. Also aktuell, es macht mir unfassbar viel Spaß. Ich bin glücklich, dass ich jetzt hier dieses gute Internet habe und endlich in 6000 streamen kann und jetzt wieder ein bisschen Luft nach oben ist, dass ich meine Hardware wieder ein bisschen aufstocken kann und da wieder Qualität rausholen kann. Aber Hardware-Qualität, Soundqualität, das ist zweitrangig. So die Qualität, die man als Mensch rausbringt und was man den Zuschauern bieten kann, darum muss es gehen. Und ich werde jetzt nicht einen auf Dr. Disrespect machen und mir einen Schnurrbart wachsen lassen, aber ne, ich überlege gerade. Ich denke darüber nach, was ich jetzt wieder aufsetzen kann und womit ich kommen kann, weil es wird halt immer schwieriger auf Twitch aus der Masse rauszubrechen und so die wie sagt man, die wilden Jahre sind vorbei, die fetten Jahre, ja, ich weiß nicht, die fetten Jahre fangen gerade erst an, wenn du weißt, was du machen musst, aber der wilde Westen ist vorbei. So, nee, ist er immer noch nicht. Na, aber es gibt schon Regeln. Es ist schon ein bisschen mehr wie Fernsehen und wie YouTube und so. Es gibt mittlerweile tatsächlich die Regeln, die alle befolgen können, um Streamer zu sein. So, wenn du anfangen möchtest auf Twitch und Streamer sein möchtest, guckst du dir an, wie du OBS einrichtest, du fängst an, drückst den Stream-Starten-Knopf und jeder weiß im Prinzip, was er zu tun hat. Das ist so wie du im Fernsehen, wenn du eine News-Sendung machst, weißt, wie eine News-Sendung auszusehen hat. Die färbst du halt anders ein, aber hast am Ende immer noch das Tagesschau-Dingens, weißt du? Du brauchst ein Overlay, du brauchst eine Kamera, du brauchst ein Mikrofon, jeder redet quasi und es läuft so. Es ist nicht mehr so wie noch vor 4 Jahren vielleicht oder vor 3 Jahren, wo man vielleicht noch ein paar Neuerungen halt immer mit reingebracht hat, wenn jemand Neues da war. Sondern jeder weiß im Prinzip, wie es läuft. Klar, es wird immer noch Leute wie Dr. Disrespect oder so geben, die was Frisches reinbringen oder was Neues reinbringen und die Plattform bereichern um was Neues. Aber so die Regeln, die sind schon ein bisschen mehr in Stein gemeißelt als noch vor 4 Jahren. Das definitiv.
Und da versuche ich momentan so ein bisschen auszubrechen, dass ich nicht mehr so ganz den Regeln folge, sondern wo ich gucken kann, wo ich mich vielleicht selber ein bisschen wieder erweitern kann, entwickeln kann als Streamer. Dass ich nicht den Scheiß mache, den ich seit 4 Jahren mache und nichts Neues mehr bei rumkriege. So ein bisschen wieder aus der Comfortzone rauskommen. Die gute alte Comfortzone, ja, da sagst du was. Also ich mach das komplett. Aber ganz kurz, da muss ich ganz kurz was sagen. Es ist so, aber wenn man mit dem zufrieden ist, was man macht und wenn das einen glücklich macht, finde ich es schwer, wenn man sagt, ja, du bist in der Comfortzone, du solltest mal wieder was Neues machen. Aber was? Es ist so, ich finde es unglaublich schwer, mir den Kopf zu zerbrechen, ja, um biegen und brechen jetzt etwas Neues. Dabei, weißt du? Das finde ich so. Ich möchte jetzt niemandem sagen, dass wenn er zufrieden mit dem ist, was er macht, kann er ruhig das 20 Jahre machen. Das meine ich nicht. Ich meine, ich persönlich, für mich, ich habe immer diesen Anspruch gehabt, immer Dinge zu verändern und immer was Neues reinzubringen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich mit diesem Anspruch gerecht geworden bin in den letzten 4 Jahren. Nein. Schon ein bisschen, aber es wird Zeit wieder ein bisschen mehr. Aber du bist nicht zufrieden. Genau. Ich wäre nicht zufrieden als Zuschauer, wenn ich mich selber gucken müsste. So. Also, doch, wäre ich schon, aber es ist schwierig. Es ist schwierig, so, nicht wahr? Ja. Zum Beispiel, Dizzy sagt ja auch immer, man soll immer aus der Komfortzone rauskommen. Und das finde ich so unglaublich schwer. Weil oft für mich aus der Komfortzone rauskommen heißt, ich mache etwas, was mir keinen Spaß macht. Nee, das stimmt nicht. Das ist so für mich. Das sind Sachen, wo ich mich unter Druck setze und wo ich schon merke, so, oh, da habe ich eigentlich, ja, es ist was Neues, aber ich habe da gar keinen Bock drauf. Das ist so, nee, das will ich nicht. Und man gewöhnt sich dann daran und okay, dann gehört es dazu. Das bedeutet für mich immer, aus der Komfortzone herauszukommen. Nee, das aus der Komfortzone rauskommen, Entschuldigung, mach du? Nee, es hat für mich mit etwas Unangenehmem zu tun. Ist aber das nicht so zwingend, oder? Also nicht zwingend. Guck mal, überleg mal. Mir fehlt ein Beispiel. Sagen wir mal, Comfortzone, alles klar, cool, kannst laufen, aber du bist noch nie Fahrrad gefahren. So, aber fühlst dich voll wohl in deiner Comfortzone, aber du hast mega Bock auf Fahrradfahren. Musst aber dafür aus deiner Comfortzone raus, um Fahrrad zu fahren. Aber du hast ja darauf Bock, du fühlst dich damit ja nicht schlecht. Du hast ja Bock, dann das Fahrradfahren zu erlernen. So. Also ist ja nicht zwingend immer was Negatives. Irgendwie. Okay, ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wenn ich auf was Bock habe, dann mache ich es. Ja, aber dann, ja gut. Ja, dann war, ja. Weiß ich nicht. Bleibt man dann in seiner Comfortzone, weil man ja darauf Bock hat? Siehst du? Das ist genau das. Ist es wieder so. Bleib ich in meiner Comfortzone, hier alles nochmal umzukabeln und umzustellen, weil ich habe ja eigentlich Bock drauf. Aber es ist ja auch was Neues. So. Jetzt. Können wir das mit der Comfortzone einfach lassen? Warum? Das ist, glaube ich, sehr wichtig, denn ich glaube, da draußen sind Menschen, die tagtäglich ein Knöpfchen drücken und das Programm runterleiern, was sie seit vielen Jahren machen. Und das ist aber halt, glaubst du, das ist für die eine Komfortzone? Ja, das ist eine absolute Komfortzone. Boah, das wäre für mich Gefängnis. Also in der Theorie, also bin ich immer der Meinung, ohne einen Zeitraum anzugeben, du solltest dich immer wieder in geregelten Zeiträumen selbst neu erfinden. Sei es drum, zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal die Entwicklung als Beispiel von Stefan sehe. Ich habe Stefan jetzt auf der Dreamhack das erste Mal, haben wir uns so ein bisschen ausgesprochen. Ich kenne ihn noch von davor, wo er ein absolutes Pissgesicht war. Da hätte ich ihm am liebsten eins auf die Nase gedonnert. So. Jetzt habe ich ihn kennengelernt und er hat sich aber von dort an bis heute hat er sich so weit entwickelt, dass er, weiß ich, was er da alles zu stehen hat, so mit seiner Loopstation und alles, was so in den Stream reingekommen ist, das sind alles Dinge, wenn er dann zwischendurch anfängt, Lieder zu singen beispielsweise oder seine Prime-Spots und solche Sachen, das sind alles, du verlässt deine Komfortzone, weil du weißt niemals, ob das gut ankommt. Ja, das sind stimmt. Dinge, die du, das kann jedem auf den Piss gehen. Ey, das ist bei mir genauso wie im Didgeridoo. Ich spiele im Stream Didgeridoo. Und aber davon, weil du Bock drauf hast. Ja, richtig. Aber du könntest trotzdem sagen so, oh nee, Mann, da sagen 5 Leute, das ist kacke, das kannst du nicht machen und so. Und das sind halt Dinge, wo du an der Stelle sagst, okay, I don't give a crap, so, ich entwickle mich halt weiter. Und ich bleibe nicht bei der Routine. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die sind einfach so. Da kommt immer wieder etwas Neues. Die müssen sich nicht hinsetzen und sich, oh du, jetzt habe ich das jetzt schon hier 6 Monate lang gemacht, ne, jetzt wird es langweilig, jetzt muss ich mir ein neues Konzept ausdenken. Sondern das kommt halt einfach fließend mit dazu.
Nicht bei allen. Sonst wären wir ja alle super Entertainer. Sonst wären wir alle super Entertainer, Sali. Ja, also dann wäre wirklich ist, jeder krass. Das ist man ja nicht, weil es genug Leute gibt, die nicht aus ihrer Komfortzone kommen. Eben drum. Deswegen sage ich ja immer, es ist sehr, sehr wichtig, sich selber weiterzuentwickeln. Und also bei mir zum Beispiel, ich nenne das immer wissbegierig. Ich bin super wissbegierig. Ich muss immer irgendwas anderes machen. Wenn ich eine Sache eine Woche mache, dann ist mir das schon zu langweilig. Deswegen habe ich auch kein festes Spiel, weil mich das irgendwann super langweilen würde. Immer wieder dasselbe zu machen. Und immer und immer und immer und immer wieder. Das würde mich voll einschränken in meinem Kopf. Ich meine, Variety ist so eine Sache, ist immer eine Berg- und Talfahrt und ist viel mit Adrenalin und Spaß verbunden, aber genauso mit ziemlich viel Kacke. Aber ich könnte mir das nicht vorstellen, schon allein 2 Monate dasselbe Spiel zu spielen. Also ich habe es in der Vergangenheit gemacht, aber das ist irgendwann so, boah, nee. Und so gilt das für alles andere auch. Sei es drum, wenn es jetzt beispielsweise, zum Beispiel, ich hatte mir am Anfang, als ich meine eigene Werbung kreiert habe, habe ich mir so gedacht, das wird der größte Reinfall, den es gibt. Das werden alle Leute hassen. Aber ich habe es dann nachher gesagt, wisst ihr was, so, wir machen die Sellout-Nummer machen wir jetzt einfach anders. Wir gehen da einfach auf ein anderes Level so. Wir machen nicht mehr so, hier, das ist Twitch Prime, bla 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 bla, sondern wir machen dazu Videos. Und das ist super gut angekommen. Und heute könnte ich, glaube ich, eine halbe Stunde AFK gehen und das im Dauerloop laufen lassen und die Leute würden es immer noch feiern. So. Und das sind halt Dinge, wo ich sage, wenn du Bock hast, Dinge zu machen, mach sie größer, mach sie geiler und entwickel dich weiter und bleib nicht immer so bei, okay, start Stream und los geht's. Und das ist halt, finde ich persönlich, sehr, sehr wichtig, dass Menschen das machen. Weil wenn du das nicht machst, dann, ja, das klingt ein bisschen komisch, aber dann stirbt irgendwann der Kanal so. Weil die Leute wollen es dann irgendwann auch nicht mehr sehen. So, nach 20 Mal bei Spencer und Terence Hill findest du wahrscheinlich, okay, schlechtes Beispiel. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ist halt schwierig. Hier freust du für ein Halleluja, wird nie langweilig. Thema Kochstreams. So, es gibt einen Grund, warum alle Kochstreams angefangen haben, weil jeden Tag Videospiele spielen halt irgendwann auch langweilig wird. Denn Abwechslung reinbringen ist halt auch wichtig. Und sei es jetzt mit Kochstreams, sei es mit IRL-Content, sei es mit weiß ich nicht was. Ne? Es ist halt, irgendwo ist es immer noch ein Hobby, so für mich, dieses Twitch. Und ein Hobby möchte auch immer wieder neue Sachen reingebracht bekommen. Das ist halt immer was Frisches. Bei mir ist es aber oft, dass ich dann irgendetwas habe und mir denke, oh, das würde ich gerne mit den anderen teilen. So entsteht das bei mir zum Beispiel so. Ja. Das ist super, ich finde das voll mega. Ich zeige das jetzt alles, mir scheißegal, ob das denen gefällt oder nicht. Ich finde es gut. Und das ist dann so, hier, guck mal. Ich möchte übrigens rückwirkend Sophie wieder vom Content Creator der Woche vor 2 Wochen wieder zurückziehen. Ja, da kommt der Bud Spencer und Terence Hill Hate gerade wieder. Ja. Sophie ist nicht mehr mein Content Creator der Woche. Von vor 2 Wochen. Genau. Ja. Wie ist denn das bei dir, Stefan? Du hast ja, du hast ja spät erst angefangen mit Twitch, ja? Hm. Wie ist denn das bei deinen Videos? Hast du dort immer so eine klare Linie verfolgt oder hast du mal, okay, gut. Das, ja, ich wollte nur, ich habe gedacht, da kommt eine längere Antwort aus der Kopfschütteln, aber ja. Großartig, toll, Stefan, super, klasse Gespräch. Vorbereitet. Nee, ach, keine Ahnung. Ich habe einfach mal Videos gemacht, wie ich das wollte. Und ich habe mich immer gefreut auf das Endresultat, so, weil dann siehst du, was du gemacht hast. Ich bin einer der wenigen, der immer noch, weil ich darin einfach mega viel Spaß habe, die Tonspur mastert, dass sich alles schön gleich anhört, nichts zu laut ist, nicht zu leise ist oder so, halt, dass Effekte genauso sein oder so klingen, wie sie klingen sollen und sowas. Und ja, weiß ich nicht. Nö, aber ich hatte nie einen strikten Plan. Ich glaube, mein letztes Video kam vor 7 Tagen oder so. Keine Ahnung. Aber ich bis jetzt noch nicht. Aber wenn ich es dann mache, dann soll das auch schon geil werden. Du machst jetzt also nicht mehr so regelmäßig. Nee, ich wüsste nicht warum. Bringt eh nichts momentan auf YouTube so. Da kann ich meinen Elan und meine Zeit lieber in Twitch stecken, woran ich um einiges mehr Spaß habe so. Also um einiges. Ich meine, theoretisch gesehen, yo.
wenn ich Bock habe, ein Stück Musik zu machen, dann gehe ich dabei live und kann dabei ein bisschen quatschen mit den Leuten. Und selbst wenn man von einer Sache sagt, so, yo, man kann sie, trotzdem ist da vielleicht der ein oder andere, der eine saugeile Idee hat und die bringst du dann halt ein. So. Und dann kannst du sagen, ey, das ist eigentlich ziemlich cool, das ist sogar mit der Community entstanden. So was hast du auf YouTube nicht. Du kannst zwar einen Kommentar lesen für das nächste Video. Ja? Also sagen wir es mal als Video, du kannst auch auf YouTube streamen, aber ja. Ja. Ich glaube, Twitch ist so eher das, worauf ich Bock habe einfach. Weil diese Community-Bindung, das ist einfach auch viel näher, das ist cooler, so. Weiß ich nicht. Das stimmt. Für die Leute, die zuschauen, das hat einer mal gesagt, für ihn ist es ein aktives Radio mit Bild. So, und das, ne? Quatsch, ein interaktives Radio mit Bild. So, und das fand ich eigentlich ziemlich cool. So, yo, weil er hat voll recht. So, er guckt seinen Streamer, der kann ihm eine Frage stellen. Bei einem Standardradio rufst du an. Wenn du Glück hast, kommst du durch oder schreibst was auf Twitter. Vielleicht wirst du vorgelesen. So, aber du kannst halt mit deinem Typen, den du da guckst, der gerade deinen Abend versüßt oder verschönert oder was weiß ich nicht was, dich vielleicht ablenkt von einem scheiß Tag, kannst du sogar noch quatschen. So, ist halt voll geil. Klar, nicht jeder antwortet auf alles. Manchmal bist du auch getriggert wie Sau und willst einfach nur, keine Ahnung, deinen Content machen und gehst halt trotzdem live. Weil dich das auch selber vielleicht ablenkt von einem scheiß Tag. Aber, ja, Twitch, ja. Nee. Elan-Videos weg, Twitch voll rein. Du schreibst Musik auf Twitch? Nee, ich schreibe nicht, ich produziere dann. Oder so, ja, gut. Also, ich schreibe, man sagt ja schreiben, aber ja. Und das ist das, man muss nicht alleine sein, wenn man es nicht möchte. Das habe ich letztens gesagt. Es ist, wenn ich Lust habe, irgendetwas zu teilen, was ich gerade mache, weil ich das selber irgendwie toll finde, dann kann man das mit Twitch. Das ist so großartig. So, ich muss nicht alleine sein. Ich muss jetzt nicht alleine hier das machen, sondern ich kann das jemandem anderen auch noch zeigen. Und dann kann man darüber reden und man kann sich austauschen und es kommen Ideen und so. Das ist, Wo du das gerade sagst, wie geil das ist, wenn ich hin und wieder mal in FL-Studio einen Beat mache und dann so, yo, Alter, warte mal, was zum Teufel? Wie funktioniert das? Und dann zeigst du denen das so auf Krampf, aber auf kurz und yo, hier, da ist die Playlist, da fügst du das ein, da machst du den Sound und dann kommt eine Woche später, yo, ich hab mal was gemacht, das hat funktioniert so und das ist halt voll geil. Das stimmt. Ja. Ich find's aber sehr, sehr schade, also gerade jetzt bei mir zum Beispiel, dass das eigentlich das wichtigste Gut ist, sich mit dem Chat zu unterhalten. Und manchmal geht das einfach irgendwie flöten. Beim RP geht das viel flöten, boah, ne? Das sieht man bei. Boah, hör bloß auf, ey. Geht gar nicht. Da kriegst du nicht mal mehr Subs mehr. Da guckst du rein. Oh, nee, was? 50 neue Buden dort? Nee. Tschüss, muss los. Das ist, das habe ich auch festgestellt. Das ist eine sehr, muss ich sagen, finde ich sehr schade. Aber, da muss ich trotzdem sagen, bei, wenn du zum Beispiel jetzt RP und solche Sachen nimmst, die sind ja kontinuierlich. So, also da hat der Zuschauer ja wirklich nonstop Programm so. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich es auch sehr schade, auch hier zum Beispiel, dass du kannst zwar hier auch beim Plankenschnack, und das haben wir uns ja auch vorgenommen, ein bisschen mehr auf den Chat eingehen. Wenn ich mir überlege, wollten wir das auf Twitter forcieren, einfach um da Traffic zu generieren, was völlig Banane ist, weil... Also du meinst die Fragen und so dann über Twitter? Ja, genau. Ja, okay. Und jetzt haben wir aber auch angefangen, das von hier zu nehmen, weil das einfach keinen Sinn macht. Weil wozu sollte man das Medium nicht benutzen? Und das hatte, Sled hatte das damals gesagt. Und mich hat das echt so wie der Blitz beim Scheißen getroffen. Weil es ist ja so, was willst du dann auslagern und irgendwo anders hinbringen, wenn du es doch vor Ort hast? Und dafür ist Twitch halt ziemlich cool. Vor allen Dingen, weil du kannst so viel rumblödeln und Sachen machen. Es kann natürlich auch an manchen Stellen ein bisschen nach hinten losgehen. Aber das macht auf jeden Fall schon mehr Bock. Viel mehr Bock. Ja, wenn dich die Diskussion, die dann im Chat entsteht, irgendwann triggert, ne? Also, du musst halt nur eine Automarke sagen und dann kommen 10 Leute, die Automarke doof finden und dann hast du den kompletten Chat voll. So, obwohl du dich einfach nur mal kurz über, keine Ahnung, was unterhalten wolltest. Aber das ist halt Twitch. Du weißt es ja vorher. Du weißt es ja, wenn du das machst. Wobei es mittlerweile auch nicht mehr so schlimm ist. Also, finde ich zumindest. Nö, das stimmt, ja. Da kann die Mods. Also, die was? Da kann die Mods was? Wie ist denn das bei euch, was mal, also wenn ihr jetzt in eurer Freizeit seid, ne? Ich frage mal jetzt einfach so für mich selber. Benutzt ihr jetzt die anderen Medien genauso viel in eurer Freizeit und also legt ihr euch da selber Druck drauf, dass ihr dort auch Content kreiert, wie jetzt Instagram, Twitter und sowas? Oder macht ihr das wirklich so Shits und Giggles? Shits und Giggles. Absolut. Tito. Man sollte vielleicht
mehr, das höre ich oft, ne, mehr Nähe und so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Samstag, Sonntag mit Stefan verbringe und wir irgendwo unterwegs sind und ich denke mir so, nö. Ist im Übrigen ihr Mann, weil viele Leute wissen das nicht. Da gleicht sich der Name. Ihr seid verheiratet? Stefan, ja. Das wusste ich ja gar nicht. Das letzte Mal, als ich bei dir sah Lisa dein Mann ganz anders aus. Ja. Der Bart ist, du hast einen sehr gestickten Bart, ne? Länger geworden. Nein, wenig. Ich habe jetzt mal, als wir auf einer Messe waren oder so, da finde ich das super, das zu teilen, weil das eben auch etwas ist, was ich sehe und denke mir so, boah, guck mal. Ne, das möchte ich den anderen zeigen. Da habe ich das dann auf Instagram, so kleine Videos, hier so eine Story gemacht. Kommt auf Lust und Laune an. Mal ja, mal nein. Mal Essen teilen mit den anderen, so hier, guck mal. Und ich war im Kino und eine Kinokarte und dann 5 Monate lang eben nicht. So, nee. Manchmal ist Privatleben halt auch noch privat, ne? Das gibt halt Leute, die wirklich 100% ihres Lebens auf Instagram teilen und wirklich ununterbrochen halt Content raushauen und alles, was sie machen, irgendwie mitteilen. Aber ich habe dann mehr so ein Gefühl, das ist hier gerade eine Black Mirror-Episode irgendwie und der hat überhaupt gar kein Leben mehr neben Instagram. Und was machst du eigentlich so? Hast du überhaupt noch ein Privatleben? Denke ich mir dann halt. Wenn ich so wirklich Hardcore-Instagram-Leute sehe oder halt Hardcore-Streamer, die halt jeden Gang zur Toilette halt mit einem IRL-Stream halt gleich verknüpfen. So. Ich weiß nicht, da bist du doch auch irgendwann übersättigt. Ja, eben. Als Streamer selbst. So, nicht nur als Zuschauer. Also ich finde das von anderen, ich finde das sehr, ich will nicht alles so, ne, es ist frei auf Twitter, seine ganzen Meinungen zu äußern, aber manchmal denke ich mir so, Nö. Weiß nicht. Meine Neugier ist nicht so. Also ich bin ein neugieriger Mensch, aber irgendwo bin ich dann auch satt. So, okay, jetzt weiß ich genug. Ich habe das gemacht, als ich mit Instagram. Ja. Ich habe das gemacht, als ich mit Instagram angefangen habe. Alter Verwalter, ich habe, glaube ich, 2 Monate lang jeden Tag eine Story gemacht. Aber das war jetzt nicht so, dass mich das wirklich eingeschränkt hat. Aber irgendwann habe ich gemerkt, Alter, Verwalter, nee. 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 Ich meine, die Leute haben sich das angeguckt, ne? Also wirklich tausende Menschen haben sich das angesehen. Und es war wohl scheinbar auch witzig. Und es hat mich jetzt so privat nicht unbedingt eingeschränkt, weil ich immer noch meine Sachen machen konnte. Aber das war echt schon abgefahren so. Das war richtig krass. Ich finde das manchmal, ich möchte jetzt nicht zu sehr den Düsteren spielen oder den Zyniker oder was auch immer, aber ich finde es manchmal ein bisschen gefährlich, weil jedes soziale Medium, auf dem du postest, hat irgendeine Zahl, hat dein Content an irgendeine Zahl gebunden. Bei Instagram, die Stories haben Views, die Bilder haben Likes, die Streams, die du machst, haben Zuschauer, Subs und Follower. Und so weiter. Und alles wird in Zahlen gemessen. Und manchmal ist die Gefahr zu groß, finde ich, sich zu sehr auf diese Zahlen nicht zu versteifen, aber sich damit zu identifizieren. Also deinen eigenen Erfolg zu messen an den Zahlen. Ich meine, sie hat gerade zum Beispiel gesagt, so 1000 Leute haben sich das angeguckt. Das sieht man halt. Und ich gucke mir das natürlich gerne an, wenn ich eine Story habe, die gut ankommt oder wenn ich einen Post habe, der gut ankommt. So, klar, wenn ich ein schönes Foto geschossen habe, es in Lightroom schön verarbeitet habe und dann plötzlich irgendwie viele Likes darauf bekomme, jetzt ein Beispiel, was ich gemacht habe, dann freut mich das. Aber es zieht mich auch so ein bisschen raus aus meiner eigenen Menschlichkeit, habe ich manchmal das Gefühl. So, weil alles in meinem Kopf verändert sich irgendwie zu Likes auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen. Das ist vielleicht bei Instagram, finde ich das jetzt auch noch sehr präsent. Ich finde das bei Twitter, ich kann dir noch nicht mal sagen, was meine letzten 10 Posts, ob da überhaupt jemand drauf geklickt hat oder nicht geliked. Das ist mir, da achte ich jetzt gar nicht drauf, weil ich das rein als informative Quelle nutze. So hier, Info, ne, Stream geht an oder Stream fällt aus und hier, guck mal, ich habe lecker Sushi gegessen. Aber ansonsten ist das für mich so, ich poste jetzt nicht auf Twitter meine,
meine Gefühle oder so etwas. Das weiß ich nicht. Da habe ich einen Stream, da rede ich ganz frei über solche Sachen, aber das mache ich jetzt nicht und gucke dann, wie viele Leute haben da drauf reagiert. Das ist, für mich ist das ein informatives Medium. Infos. Ich folge sehr vielen Sachen, wo Infos. Jeden Tag habe ich mindestens 6 Sachen von Spyro drin. Ich könnte kotzen. Bis September kann ich gar nicht warten und jedes Mal so. Ah! Aber es ist, ich nutze das gar nicht so, um meinen Gedanken freien Lauf zu lassen, sondern rein informativ. Ich weiß noch nicht mal, was ich so für Twitter müsste gerade mal. Ja. Bei Instagram ist das sehr präsent. Du machst das auf und du siehst gleich unten drunter die Likes und siehst, ich finde das da präsenter. Weil es sehr, sehr, es sind halt nur Fotos. Genau. Oder halt eben Videos bei den Stories. So, es gibt wenig Fotos, die ich anklicke, um mir danach wirklich auch darunter zu lesen, was da steht. Weiß ich nicht, wie das ist, ne? Sondern ich gucke, oh, das sieht hübsch aus, hübsches Bild. So, und dann gucke ich und gucke und gucke. Es ist so visuell für mich eine Befriedigung. Und wenn mich was wirklich interessiert, klicke ich mal drauf und schaue mir den Text überhaupt dazu an. Manche schreiben da ja solche Romane hin. Habe ich gar nicht gewusst, dass du so viel schreiben kannst. Ich habe gedacht, da schreibst du nur Hashtag grüne Augen, Hashtag schwarze Haare, Hashtag no filter. Das ist so okay. Hashtags, das ist das Einzige, was sie da hinschreiben. Aber manche schreiben da ja ganze Romane hin. Kannst du mir mal lesen, aber hauptsächlich ist es für mich, kleine Videos und Bilder mir anzuschauen. Und Twitter ist für mich dann so eher Informationen, ne? Da. So. Ich habe aufgehört, Social Media zu konsumieren. Was? Ja. Sagt er in einem Social Media Stream. Kein Witz? Ich habe ich konsumiere kaum noch Instagram-Stories. Kein Twitter. Wenn ich mir überlege, ich habe morgens, als ich aufgestanden bin, 1 Stunde vor meinem Handy gehangen, habe mir alle Instagram-Stories angeguckt, habe mir alles bei Twitter durchgelesen und bin dann erst aufgestanden. War ich auch nicht mehr. Also bei mir war das irgendwann so abgefahren, dass das war crazy. Ich verliere tatsächlich auch viel zu viel Zeit auf Twitter und auf Reddit. Genau. Also das mache ich zum Beispiel gar nicht mehr. Also wirklich fast überhaupt nicht. So. Weil ich habe mir irgendwann gesagt, die Zeit könnte ich sinnvoller nutzen und auch Sachen machen. So. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es halt auch interessant. Ne? Also ich gucke mir sehr gerne von gewissen Leuten, gucke ich mir schon ein paar Dinge an. Aber trotzdem bin ich immer der Meinung, sollte man, also zumindest bei mir so, wenn das irgendwann Überhand nimmt, dann sollte man das mal lassen. Also wenn du zum Beispiel in der Gruppe von 4 Leuten sitzt und auf dein Handy guckst, ist das ein bisschen kacke. Ja. Und das, glaube ich, haben viele Streamer mal gehabt, dass das Handy vibriert und immer, oh geil, Alter, das hat irgendeiner geliked, Mann. Geil. Na, noch einer? Hat schon einer einen Kommentar geschrieben? Oh, ich muss gucken. Nee, Sali, du nicht, ne? Nein, wirklich. Nein, nie. Ich find's, nein. Nein, überhaupt nicht. Also nein, mal was richtig Geiles. Während ich mit jemandem zusammensitze, stelle ich erstens nichts Geiles ins Internet, weil da passieren keine geilen Sachen. Nein. Instagram-Story oder so, wenn du. Wirklich nicht? Nein. Okay. Wirklich nicht. Also ich zum Am Beispiel... Abend, wenn ich dann nach Hause komme und meine Ruhe habe und mich auf die Couch setze und dann so, jetzt, und dann gucke ich mir das an. Aber währenddessen, nee, gar nicht. Okay. Alle, ihr alle nicht? Doch, ich wache morgens auf, mache mir einen Kaffee und setze mich vor den PC und gehe erstmal Twitter durch. Das ist so meine Morgen... Nein, darum ging es nicht. Es geht darum, dass du was gepostet hast und dann... Darauf, ne, du merkst, das Telefon vibriert und dann guckst du sofort. Ja. Nö, bin ich gar nicht. Selbst wenn ich auf einer Party bin und ich habe irgendwie ein Foto gepostet, dann gucke ich aufs Handy. Nicht dein Ernst, echt? Ja. Ja, mache ich teilweise auch. Kommt drauf an. Kommt auf die Situation an. Ich weiß, also wenn ich jetzt mit Frau irgendwo essen gehe, schön und bla 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 und blub blub blub, dann glaube ich kaum, weil dann kommt es erst gar nicht zu dem Foto, weil dann verbringe ich die Zeit mit der Frau. Aber wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin oder so, keine Ahnung, aber dann auch mit ihr und da ist halt gerade was Cooles, weiß ich nicht, zuletzt in Irland, dann fotografiert man halt irgendwas in Irland, da hatten sie so einen riesigen Stab in Irland, keine Ahnung, sah aus wie ein riesiger Pommespicker,
hab ich ein Foto vorgemacht, hab gesagt, yo, geiler Pommes-Pickup, das halt auf Twitter gestellt. Und da willst du halt schon gucken, so, ja, war das jetzt okay oder nicht? Also, ich weiß nicht. Da finde ich, dann kann man das Handy auch mal aus der Tasche rausnehmen, auch wenn du die Frau in der Hand hast und mal gucken, ob da einer geliked hat oder was. Aber die ganze so. Zeit, da nee, gucke ich doch lieber ein paar Stunden nee, nee. Später und dann gucke ich mir auch. Das Gebündelte so an, so, ach, oh, guck mal. Ja, ich finde es also, halt, es ist sehr situationsabhängig, wie du mit dem Handy umgehst oder so. Also, tendenziell, jeder hängt zu viel vom Handy, weil dieses, die, allein diese Bewegung, das ist halt voll Angewohnheit, ne? So, das ist halt irgendwie drin. So. Und das wieder rauszukriegen, ist halt echt krass. So, ich hab mal geguckt, Mann, wenn ich das Telefon aus dem Bad rauslasse, wie schnell ich bin. Ja? Das ist unglaublich. Ja, stimmt. Ja. Okay, das stimmt. Nee, mein Handy, auf Toilette nehme ich das nicht mit. Ja, ich immer. Immer? Schlimm. Hallo? Wirklich. Schlimm. Verständlich. Zeit, ey. Ich habe jetzt ein Kindle. Ich lese jetzt auf Toilette. Wow. Nee, ich lese Zeitschriften auf der Toilette oder habe mein Handy dabei. Selbstverständlich. Nee, ich mach, also ich nehme nur die Rauchmaschine mit und dann nebel ich mich ein und wenn ich nichts mehr sehen kann, stehe ich auf. Und das geht schnell. Ach so. Oh Gott, jetzt habe ich gerade überlegt, von was du redest. Problem ist, ich habe immer ein YouTube-Video angemacht und dann schlafen ja halt die Füße ein, so, weil YouTube-Videos meistens 10 Minuten dauern, damit sie noch 2 Werbeeinblendungen halt reinhauen. Ja, weil du so halt sitzt, ne, und ja. Das Gewicht verlagerst, ich kenn's. Ja, ja. Und dann stehst du auf und fällst erstmal um. Hat er auch etwas mit der Höhe der Toilette zu tun? Ja. Aber die sind ja meistens Glaubt sehr... Glaubt mir. Geil, reden wir jetzt über Toiletten, das ist cool. Ja, die hängen ja meistens sehr tief. Die hängen meistens sehr tief. Sehr tief. Und wenn sie noch mal ein Stück tiefer sind, dann brauchst du gar nichts angucken. Dann bist du kurz da drauf und sofort sind die Füße so, ich bin gelähmt. Ich hab mich an den Kragen. Bis zur Arschbacke hoch, alles eingeschlafen. Der ganze Arsch ist eingepennt. Oh, fuck. Wo es gerade jemand schreibt, wie lange hockt ihr auf dem Pott? Das frage ich mich auch gerade. Also, naja, wie gesagt, also so ein YouTube-Video auf 2 geht schon klar. Zeit nehmen, ja? Ja. Das ist wichtig. Zeit nehmen, das ist meistens ein Ereignis. Je nachdem, was du am Abend vorher gegessen hast, kann das schon mal ein Ereignis sein. Nein, im Allgemeinen Zeit nehmen ist wichtig. Ja. Auch ein Ereignis. Gut. Aber das auch. Schön. Ja. Ne? Warte mal, was schreibt denn da gerade jemand? Hey, Slapstick, dieser Vergleich ist zwar etwas mangelhaft, aber unter diesem Phänomen leiden doch sehr viele sogenannte Promis aus Hollywood und so weiter. Manche haben da echt ein Riesenproblem, weil sie gefühlt ständig präsent sind, beziehungsweise glauben, es sein zu müssen. Und dieses Messen in Likes oder Followers macht meiner Meinung nach sehr oft einen völlig überflüssigen und unnötigen Druckstress. Ja, so hat Slappy das ja gesagt, ne? Ja, das meint er. Er meint nicht meinen Vergleich, sondern er vergleicht halt, was ich gesagt habe, mit Promis und die ständig online sein müssen. Das ist übrigens übelst abgefahren, ne? Was denn? Das, was gerade geschrieben wurde von Enigma. Ich habe das mit Twitter eine Zeit lang gehabt. Ich habe immer gedacht, boah, ich muss da irgendwas sagen, damit mir Leute folgen. Und ich muss immer irgendwas machen. Und irgendwann habe ich mir echt gedacht, ey, nö. Nee, warum? Wozu musst du das machen? Du bist ja keinem irgendwas schuldig, weil dein Hauptverdienst und dein eigentlicher Job ist, vor der Kamera zu sitzen. Und auch so mit Twitter zum Beispiel, mit Instagram zum Beispiel, habe ich auch sehr lange immer gesagt, so, ich muss das machen. Und wenn es dann einfach nur so ein bisschen Blödsinn ist oder so, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ey, nee, ich habe schon aus der Badewanne Instagrammt, aus der Dusche, vom Klo, ich habe jeden Fleck in meiner Wohnung genutzt, um einen anderen Hintergrund für die Instagram-Story zu haben. Was am Anfang super witzig war, ne? Aber so nach einem Monat habe ich mir dann gedacht, ich muss umziehen. Boah, nee. Ich brauche neue Hintergründe, ja. Ich bin sogar mittlerweile schon so weit, dass ich eigene Formate habe auf Instagram. Und irgendwann saß ich mal vor meinem Telefon und habe mir gedacht, puh, nee. Okay, ist witzig, aber nee. Das ist irgendwann ein bisschen too much. Und jetzt ist es halt einfach so, dass ich das Ganze nur noch mache, wenn ich dazu Lust habe.
Also außerhalb vom, also Stream ist keine Frage, so, da ist jeden Tag Lust da, aber so, so solche Sachen. Und ich hab für mich selber jetzt entschieden, ey, weißt du, nur noch wenn ich Bock dazu habe, weil du musst nicht da sein. Und bis man diese Erkenntnis irgendwann mal bekommen hat, also wie gerade schon im Chat steht, bis du diese Erkenntnis bekommen hast, dauert das, glaube ich, sehr, sehr lange. Habt ihr das am Anfang auch gehabt, dass ihr immer gesagt habt, ich muss? Ja. Bevor ich zur Toilette gehe, denke ich mir das häufig, ja. Nee, ich habe mir den Stress auch gemacht, ganz am Anfang noch mit, oh, wie heißt diese Seite, auf die keiner mehr geht? Facebook. Knuddels. Ja, Facebook, genau. Knuddels. So, für mich war das, weil ich vorher einfach gar nichts großartig mit den Social-Media-Sachen zu tun hatte, war das sehr viel Zeit, die man da investieren muss und auch lernen. Also, okay, jetzt hast du Twitch und das macht dir Spaß. Aber jetzt brauchst du auch noch Twitter. Okay, Twitter. Gut, dann nehmen wir das. Und dann alle, ja, du brauchst aber auch noch Facebook. Okay, nein, auch noch keiner das. Braucht Facebook. Vor 4 Jahren hat man immer noch gesagt, man braucht Facebook. So, und dann am besten noch einen YouTube-Kanal. War ja absehbar mit Facebook. Dann noch einen YouTube-Kanal und das nee. Discord, TeamSpeak. Das kam, Discord nutze ich heute noch nicht, ey. Tief eingefleischter TeamSpeak-User. Ich hasse Discord. Ich weiß nicht warum. Ich mag das einfach nicht. Man gewöhnt sich dran. Na, ich mag zum Textkanäle. Ja. Zum Schreiben ist das super. Ja, ich schreibe ungern. Liegt vielleicht daran. Ich aber auch. Ich schreibe auch super ungern. Sprachnachrichten ist das Beste, was es gibt. Beste Erfindung der Welt. Weißt du, was ich mittlerweile gemacht habe? Ich habe angefangen, mit allen bei Instagram über Videonachrichten zu sprechen in 15 Sekunden. Und das ist der absolute Oberhammer, weil du kannst nicht viel labern und du musst das in 50 Sekunden rauskriegen und du siehst die Fresse dazu. Ja. Und das reicht. Das ist großartig. Ich sag Sprachnachrichten. Ist halt geil, weil du kannst halt überlegen, wenn du eine bekommst, bevor du antwortest. Am Telefon hängst du und musst halt antworten. Ja, genau. Aber so ja, hast du erstmal so ein bisschen Resonanzzeit. Also ich hatte am Anfang diesen Druck, so man muss all diese Sachen jetzt bedienen und damit man ja alle erreicht. Aber ich muss zugeben, ich habe das mir einfach abgewöhnt. So wenn jemand informiert werden möchte, dann sage ich ganz einfach, lasst mir ein Follow auf Twitter da, dann wisst ihr Bescheid, wenn was ausfällt, wenn was Außerplanmäßiges passiert und so. Und mache mir selber nicht mehr diesen Stress. Das ist was, was mir selbst auch nicht gut getan hat. Überall präsent sein und nee. Ja, aber auch nur super noch Twitter. Anstrengend. Twitter und fertig. Bei Twitter hast du es auch noch mit unter am wenigsten, dass in den Kommentaren steht, weiß ich nicht. Also wenn du irgendwas postest, du postest was über dein Essen und in den Kommentaren bei Facebook zum Beispiel steht dann, wie der 12-jährige Junge gestern mit deiner Mom gemacht hat. Das hast du halt auf Twitter sehr, 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 sehr wenig so im Verhältnis, finde ich. Also wirklich wenig. Ich weiß ja, nicht warum, aber wenig. Vielleicht ist das der Persönlichkeitswandel? Nun. Aber ich glaube, am Dienstag übrigens zum Beispiel, am Dienstag habe ich, jetzt weiß ich jetzt schon, am Dienstag werde ich das Haus verlassen und ich weiß, dass ich eine Instagram-Story machen möchte. Ja, ja. Zum Beispiel. Weil da habe ich ja, das sind so Tage, weil, also Dienstag, naja, ist egal, ich sage euch noch Bescheid. Dienstag ist so ein Tag, da weiß ich so, da habe ich Bock drauf, das zu machen. Ja. Ich habe aber trotzdem immer noch so Tage, wo es kribbelt so, wisst ihr? Wo man weiß, okay, man ist nicht da und okay, irgendwas will ich machen. Weil zu Hause, die Kamera geht nicht an, man ist nicht da, man muss sich dann so... Hast du das auch vor deinem streamfreien Tag so, dass du dir denkst, boah, ja. Ich möchte jetzt doch streamen eigentlich? Ja. Jedes Mal. Und egal welchen Tag ich nicht streamen kann, ich muss immer irgendwas machen. Ich muss auch immer einen Ausgleich haben. Selbst wenn ich auf die Gamescom gehe, brauche ich immer einen Ausgleich, weil mir das nicht reicht. Weil ich dann immer selber sage zu mir selber, das ist der Anspruch so, nee, heute muss ich was machen. Ja. Nee, heute will ich was machen. Gamescom nee, muss komplett will. Im Arsch im Hotelzimmer noch den Vlog von der Gamescom schneiden. Hauptsache, du bringst noch was hoch so, ja. Genau. Ich habe das letztes Jahr mal gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie Herr Neistat das ein Jahr gemacht hat. Der macht es jetzt doch wieder, oder nicht? Ja, ja. Das ist so abgefahren. Aber hast du das letztes Jahr auch gemacht, Sean? Ja, ne? Ich habe letztes Jahr einen Tag versetzt. Habe ich geschnitten und hochgeladen. Ja, ich hab's letztes Jahr am selben Tag gemacht. Am selben Abend. Das ist schon...
Wenn immer alle auf Partys gegangen werden, nee, sorry, ich kann nicht, ich muss nach Hause, Vlog schneiden. Ist halt voll die doof. Die Leute gucken dich halt immer an. Ja. Was ist mit dir? Ja, ist schon um eins, ich wollte noch schlafen. Ja, es war gut. Hat schon Spaß gebracht, auf jeden Fall. Gut. Dann haben wir das mit dem Muss auch geklärt. Jetzt sind wir die ganze Zeit, sind wir so durch die Gegend gehüpft. Bin ich von der eigentlichen Frage eigentlich weggegangen. Was war denn die eigentliche Frage? Ach, wir hatten ein Thema? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte dich aber was fragen, Stefan. Ja, und zwar zu der Musik. Ja. Ist das für dich nebenbei einfach entstanden als Leidenschaft oder hast du das schon immer gemacht? Säugling. Ja. Nee, also nee, wirklich Geburt und instant Bock auf Musik, glaube ich. Ich kann mich zwar so lange nicht erinnern, aber das muss so gewesen sein. Also ich glaube, ich hatte mit, was wurde mir erzählt, mit drei Jahren oder so hatte ich das erste Mal Drumsticks in der Hand und habe da ein bisschen rumgeschlagzeugt. Ja. Nee, Musik war komplett vorher. Musik, ich würde auch alles für Musik hinten anstellen. Also wenn mir jetzt einer sagt, yo, Alter, du machst Musik und du wirst damit jetzt erfolgreich oder erfolgreicher denn je und dein Twitch muss aber hinten anstehen, sofort. Weil Musik ist einfach, weil Musik ist Musik. So, es gibt nichts Schöneres, Geileres als Musik, finde ich. In allen Lebenslagen. Musik hilft dir, mit Musik kannst du was ausdrücken, vor allem wenn du es selber machst. So, ja. Mit Musik fühlst du dich nicht alleine. Ja, du räumst deinen Raum auf hier oder so, ist scheiße, machst Musik an, ist okay. Weil Musik arbeiten ist cool. Ja. Das ist auch was ich nie verstanden habe, wenn du eine Arbeit geschrieben hast, dass man keine Musik hören durfte in der Schule. Das heißt, nee, das ist total beruhigend, so, Musik. Und Alter, ohne Scheiß, ich sag dir, bevor ich Musik mache zum Beispiel, höre ich Klassik. So, weil mich das total inspiriert und total runterbringt und, oh, voll geil, ein paar Piano-Melodien und so und gib ihm. So, warum man das zum Beispiel nicht, ne, machen konnte in der Schule, aber das ist wieder ein anderes Thema. Du durfst ja auch kein Kaugummi kauen, obwohl das ja angeblich deine Konzentration steigen lassen soll. Musik fördert tatsächlich Konzentration. Mhm. Der klassische Mozart-Effekt, mhm. So heißt das sogar. Geht aber auch mit Metal, oder? Ja, geht mit einer, ne? Ja. Wo du Bock hast. Ja. Ich höre auch immer beim wenn ich schreibe, höre ich im Hintergrund immer so ganz, ganz leise diese Chill-Out-Vibes. Ja, sowas. Ne? Ich höre momentan Casey voll gerne so Jazz-Hip-Hop-Beats, wo nichts drauf gerappt wird, sondern einfach nur Beats, Instrumentals. Ja. Voll geil. Genau. Die entspannen. Was macht ihr denn für eure Entspannung? Das ist ja mal eine Frage, ich glaube, das ist ja immer mal sehr interessant. Macht ihr Yoga? Brech mit Bein, Alter. Yoga, ey. Für ein Finger-Yoga, warum seid ihr hin? Ups, was ist jetzt passiert? Also ich mache Musik, wie gesagt. Was ist alles passiert? Gut? Wir sind alle da. Dizzy und und jetzt ist auch... Der Stream weg? Ja, nee, jetzt seid ihr weg. Nee, der Stream ist noch... Aha, der Stream ist komisch gerade. Okay. Wir machen einfach weiter. Oh. Ja, wir reden einfach, ne? Sehen. Die Übertragung ist ja noch da. Ja. Hallo. Okay, hallo. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Regie, Wir sollen refreshen. Ich glaube, das ist das Zeichen für refreshen, sagt sie, glaube ich. Hey, wir haben einen neuen Gast im Plankenstall. F5? Was? Oh, wow, sogar in der richtigen Kameraposition. Nice. Regie. Ich glaube, das da heißt refreshen. War für mich erst nicht klar. Ole, ole. Ole, ole. So, was war die Frage? Rum. So rum oder so rum? Das ist das Problem. Plankenschlag 72. Der Spoiler des Todes. Leute wissen, wie die Regie aussieht. Oh mein Gott. Schnodder. Sind wir wieder da? Ja. Also, du hast ich entspanne Musik. So. Das habt ihr nicht gesehen, okay? Wieso hat mir das keiner gesagt? Ich hab halt gerade voll einen durchgeknallt. Ja, nun. Danke, Schatz. Super toll. Hast du nicht nebenbei den Stream offen? Ja, aber der hat Delay. Oh, geht. Ja, gut. Dann ist es halt so. zum Runterkommen. Was macht ihr zum Runterkommen? Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, darüber haben wir noch nie gesprochen. Musik und Katze. Katze streicheln, Nase in den Bauch von der Katze riechen. Und dann so einfach ein bisschen Musik machen. So. Dinge nur mit meinem Ehemann. Hä? Musik und... Was? Ja, genau. Ja. Und die, was?
Okay. Du machst Musik und gehst an deinem Ehemann riechen. Können wir das ein immer. Bisschen... Okay. Was, möchtest du das vertiefen? Ja, bitte. Das sagt er auch. Aha. Nee, was machen wir zum Entspannen? Ich häkel ganz gerne. Das entspannt mich. Zeit mit meinem Mann verbringen, auf der Couch rumliegen, wie die Bekloppten und uns eine Serie anschauen oder sonst etwas, das entspannt mich sehr. Oder mal rausgehen und was zusammen unternehmen. Ja, normale Dinge. Ich trinke Kaffee. Ja, Kaffee entspannt auch sehr. Mhm. Immer mit der Frau jetzt meinen Kaffee trinken, egal welche Uhrzeit, das ist immer easy. Schön Netflix, Kaffee. Genau. Voll geil. Das stimmt. Wow, dieses Gesicht sagt, er macht... Was machst du denn zum Entspannen? Nix. Wie nix? Nix. Wie nix? Die sich entspannt. Du schaust die Wand an und... Nee, gar nichts, ich entspanne nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht sitzen und nichts machen. Oder entspannen, das geht nicht. Ich kann das wirklich nicht. Ich mag das auch überhaupt nicht. Ich werde dann immer schon, wenn man essen geht so und man, dann werde ich schon immer hibbelig. Kann ich nicht. So eine Stunde okay und dann so. Nee, Moment, du kannst nicht genießen. Was heißt genießen? Doch, Entschuldigung, kannst du nicht. Wieso? Wenn man zusammen essen geht und so, dann genießt man doch die Zeit miteinander. Die Gespräche, die Atmosphäre, das Essen, das ist genießen. Da ist es schade, wenn dann schon das Ende kommt und man fährt wieder nach Hause. Das ist so, das ist okay. Für mich reines Genießen. Warte, ich hab was und das ist nicht mal eine Lüge. Fotografieren. Okay. Ja, fotografieren ist Entspannung. Ja, dann nehmen wir das. Doch, das ist es ja. Das ist Entspannung. Ja. Aber essen gehen und sowas, das ist für mich alles immer nicht so Entspannung. Essen gehen ist auch eine Strafe, schreibt gerade meine Freundin. Das stimmt mittlerweile echt schon. Boah, ich finde das so toll. Man geht zusammen essen und man quatscht zusammen. Vielleicht hat noch eine dritte oder vierte Person dabei und einfach so ein bisschen über andere Dinge mal reden als oh, ist toll. Ich liebe das. Da kann ich super entspannen. Ich habe jetzt eine Badewanne. Bah. Oh. Nee. Wo wir gerade bei entspannen sind. Das entspannt mich. Heißes Bad, wo ich dann so richtig schön schwitze. Auch im Sommer. Wundervoll. In der Badewanne? Ja, natürlich. Ah. Nee, das kann ich auch nicht. Schlafen. Schlafen ist entspannt. Schlafen ist eindeutig Entspannung. Schlafen finde ich okay. Total unnötig. Schlafen wäre was, was ich... Ja, ich würde Schlafen gerne abschalten. Schlafen ist sowas, weiß ich nicht. Ja, musste halt, weil Körper müde ist und so, aber das, wenn ich mir aussuchen könnte, auf was ich, ne, wenn ich etwas abschaffen könnte, bitte nicht essen und trinken. Ich liebe Essen und Trinken, aber schlafen ist so, wie tot sein, ich weiß nicht, schlafen ist so, pff. Ja, vielleicht verkürzen oder so, dass der Körper 3 Stunden braucht, anstatt... 2-3 Stunden, okay, 2-3 Stunden, das würde ich mir gefallen lassen, das wäre okay. Aber ansonsten finde ich Schlafen, muss sein, aber könnte auch weg. Ich würde sagen, nee, komm, der Toilettengang, oder? Dann könnte man sich sparen, naturmäßig so. Hätte die Natur irgendwas am Körper rumgebaut, was noch besser gewesen wäre, wäre der Toilettengang. So einfach weg. Irgendwie, keine Ahnung. Oder spuckst du aus. Weg. Oder was auch geil wäre, wenn man immer neue Zähne bekommt, wie so ein Hai. Das wäre auch voll geil, wenn man sein Leben lang neue, frische, geile Zähne bekommt. Fällt aus, ja, egal, rippt neu. Pff. Oh, Zähne werden, ja, das wäre auch. Oder Haare. Ja, oder Haare lecken. Ey, das, was du nicht auf dem Kopf hast, hast du im Gesicht. Das ist korrekt, ja. Das wächst runter, der ist gekürzt, der war mal bis hier, das habe ich letztens erst gesehen. Ja, ja. Aber sehr lang. Das sah schon nicht mehr gut aus, der Wuchs hatte dann nämlich so. Sieht gerade sehr gepflegt aus, als wenn du frisch beim Barbier warst. Ja, das, nee, mache ich nicht mehr. Ich schneide das mittlerweile selber, aber ich habe es beim Barbier abgeguckt. Oh. Echt jetzt? Ja, ich schneide selbst. Sieht gut aus. Oh, danke. Ich habe doch noch was gefunden zum Barbier gehen entspannen. Findest du? Ja. Kann ich gar nicht haben, Alter, eigentlich, wenn man irgendeiner im Gesicht rumfummelt und mit seiner Klinge da so gut. Nee. Warum gehen die auch gerne zum Friseur? Ich gar nicht hasse irgendwie. Es zum Friseur. So eine Zeitverschwendung. Die ganze Zeit, die du da rumsitzt, dann krabbelt da ganz kurz irgendwann mal auf dem Kopf rum zum Waschen. Ja, das kann ich auch selber, danke schön. Das ist so, boah, nee. Ganz im Ernst,
Ich habe zu viele Mafia-Filme gesehen, als dass ich nie in meinem Leben zum Barbier gehen würde. Da könnte ich nicht entspannen, da würde ich die ganze Zeit... Einmal, Slappy, und danach gewöhnt sich dran. Der Gedanke kommt mir auch jedes Mal, wenn er das Messer unten ansetzt, und sagt mir, nee, so wichtig bist du gar nicht, Alter, so wichtig bist du gar nicht. Nee. Barbier doch, das ist großartig. Ja gut, dann habe ich doch was, entspannen. Da gehe ich gerne hin. Einmal alle zwei Wochen. Damit ich nicht so aussehe wie früher. Gut, okay, dann das auch, ja. Und früher. Früher, das war schön noch, ne? Damals. Vor 5 Jahren, als man angefangen hat. Den Plankenschnack. Wie lange sind 3 Jahre jetzt? Bald 4. Nee, bald 3. Ja, ne? Doch, 3. Im Oktober, glaube ich, oder? Oder hatten wir schon 3-Jähriges? Nee, wir hatten schon 3-Jähriges. Ja, wir hatten schon 3-Jähriges. Haben wir doch mit Lost gefeiert. Stimmt, der war ja Lost da. Ja, dann ist bald im Oktober 4-Jähriges sogar. 4 Jahre? Nee, 4 sind es nicht. Nein, ich hab dieses Jahr 4-Jähriges auf Twitch. Ja, eben. Und ich bin ja jetzt nicht erst 3 Monate später, haben wir ja nicht schon mit dem Plankenschlag angefangen. Bin ja erst mit Pirates gekommen. Nee, 3 Jahre haben wir dieses Jahr, glaube ich. 3-Jähriges? Ja. Abgefahren. Zelebriert ihr solche Sachen? 1-Jähriges, 2-Jähriges, 3-Jähriges, ich vergesse das. Nee, hab schon so oft verpasst, war mir auch scheißegal. Bei solchen Sachen, ich vergesse das total. Ich finde das aber cool, wenn man das macht so. Also es ist cool. Es gibt Leute, just saying, da ist es echt offensichtlich so, dass dieses Zelebrieren auch Subbait heißen könnte. So, und das finde ich dann immer so ein bisschen übertrieben. Aber ansonsten ist es cool. Also ich muss ganz... Mach du. Ja, ich vergesse es einfach. Ich finde es auch unglaublich schwer, mir für so einen Tag mal was Spezielles auszudenken. Da bin ich das sowas jetzt wieder das jeder hoch. Macht einen 24-Stunden-Stream, ne? Das ist echt so, oh, ein Jahr auf Twitch, 24 Stunden. Geil! Ja, Gott. Wofür? Ja. Wofür? Ja, ich bin danach todmüde, mega salzig. Ich habe gar keinen Bock auf gar nichts. Nach einem 24-Stunden-Stream, ohne Witz, ich gehe auf den Rasen, reiß eine Blume raus. Einfach... Weil aggressiv oder so. Du bist so böse. Ja. Du bist so böse, Stefan. Ja. Mann. Nein, ich finde das schon schwierig, mir da was Tolles einfallen zu lassen, nur für diesen Tag. Das ist mir schon so, nee. Nein. Und was machst du? Ich bin da. So, immer wenn die Leute fragen. Es wird halt erwartet. So, ne? Jetzt bist du schon so lange da. Und? So, ja, ich mach den Stream an. Und dann bin ich da. Aber manchmal wäre es schon ganz schön, glaube ich. Ich habe auch die letzten Jahre so darauf verzichtet, meinen Geburtstag zu feiern. Also so komplett. Aber jetzt ja, so Geburtstage streame ich immer, tatsächlich. Ja, das mache ich auch. Ja. Nur, dass keiner meinen Geburtstag kennt. Schon. Aber ich glaube, es ist, um das jetzt wirklich mal zu sagen, mal hinweg von diesem ganzen... Hier haben Leute rein und du kriegst Geburtstagsgeschenke und diesen ganzen Tünnef, das kannst du alles mal beiseite schmieren. So, das ist, was soll die Scheiße, dafür machst du es nicht. Aber das mal so ein bisschen zu zelebrieren, so wie Weihnachten zum Beispiel. Oh, Weihnachten und Hitman am 24., da weiß jeder, warum er Weihnachten kommt. Jeder weiß, warum er Weihnachten zu mir in den Stream kommt. Jeder. Und das ist für manche Leute, ist das schon sowas wie... Wie sagt man? Tradition. Tradition, genau. Und ich glaube, dass so Stream-Geburtstage wichtig sind für die Community und auch dich selber. Einfach nur um mal feiern. Mal so, yeah, geil, 5 Jahre dieses Jahr. Aber ich feiere halt auch alles andere nicht. So, es wär so aufgesetzt. Dann soll ich mir eine Flasche Prosecco aufmachen und ein Hähnchen aufziehen? Ja, das ist das Stream aber schnell vorbei. Es ist halt, ich bin so im Allgemeinen nicht der gerade sowas zelebriert. Weihnachten, Lichter, ja klar, das ist schön, ich mag das. Aber das fällt mir so unglaublich schwer und dann, nee. Bei mir auch so, ich bin weder jemand, der Weihnachten feiert, noch Geburtstag, noch sonst irgendwas so. Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Geburtstage sind immer so oder Weihnachten... Weiß nicht. No. Aber das ist auch was Schönes, ne? Ja, es also kann was Schönes sein, ja. Ja. Habe ich für mich mittlerweile festgestellt. Aber ja. Geburtstag ist doch,
da müsste ich eigentlich zu meiner Mama fahren und sagen, Dankeschön, dass du dir das Ganze aufgeheizt hast mit mir. Also, da habe ich ja nichts geleistet für so, hallo. Geil Wurf, Mutti, Junge. Richtig gut gemacht, du. Ja, toll. So, yay. Du hast reingeguckt. Weiß ich nicht. Weihnachten, das weiß jeder, das zelebriere ich ab dem ersten Advent, wird der Weihnachtsbaum aufgestellt und dann steht das da und ich gucke ihn mir bis Januar, gucke ich ihn mir an und das ist schön. Und zum Glück habe ich vernünftige Katzen, die noch nie reingesprungen sind. Toi, toi, toi. So, aber das ist auch, das ist hauptsächlich, muss ich zugeben, für mich, weil ich endlich einen Grund habe, einen Weihnachtsbaum aufzustellen und ich kann ihn mir die ganze Zeit angucken, muss ich zugeben. Das ist jetzt nicht so, oh, ich mach was Besonderes mit, wir bauen den auf und dann steht er da. Das ist halt voll, von Weihnachtsbäumen nicht schön. Oh! Weißt du, da steht halt eine Tanne mit Kugeln dran. Hab ich, warum? Oh, ich hab einen Todesstern aus Lego. Ja. Todesstern aus Lego hab ich dran hängen und solche Sachen. Das ist richtig schön. Ich liebe das. Ein Baum. Lichter. Ja. Ja, hier, guck. Hey. Offenes Feuer. Ich hab 5 Katzen und bin noch nicht bekloppt. Okay, Entschuldigung. Ich wollte nur ein Lichter machen. Ich mag auch Weihnachten. Ich habe ein paar Lichterchen. Lichter sind schön. Ich werde dieses Jahr auch wieder einen Weihnachtsbaum haben. Ich hatte die letzten 3 Jahre, glaube ich, keinen. Diesmal ja, stelle ich mir einen auf. Also jetzt mal wirklich. Die Scheiße kann man wirklich sich klemmen. Aber den so Baum? Dieses... Nee. Ja, auch dieses ganze Klimmen. Letztes Jahr hatten wir Schnee so. Und das habe ich nur gemacht, weil der Doktor hat mich so lange malträtiert über die Jahre... dass ich jetzt klein beigegeben habe und gesagt habe, okay, aber geh mir nicht auf den Sack, du kriegst deinen Schnee und so ein bisschen Wein. Ich hatte sogar Weihnachtsmodus, okay? Einfach nur, weil ich mir nicht gedacht habe, so, ihr ganzen kleinen Würstlinge, hier, aber oh. Ruhe. Und dann nennst du meinen Weihnachtsbaum, nennst du Scheiß, ja? Aber so ja, meine Emotes habe ich noch nie angepasst. Die bleiben das ganze Jahr über gleich. Ja, siehst du, ich habe noch Weihnachtsedition. Hab ich extra unseren Weihnachtsbaum sehen sollen. Wir haben uns erst überlegt, ob wir einen kaufen, so eine schöne Nordmann-Tanne, aber dann, nee. Und dann habe ich mit Frau gedacht, so, ja, okay, wir probieren jetzt mal einen unechten. Dann haben wir so einen totalen billigen Scheiß-Weihnachtsbaum gekauft. Der war einfach oben noch zu und hatte dann unten so 2, 3 Zweige abstehen. Sah komplett kacke aus, einfach wie so eine gedrehte Tüte. Und dann unten 3, 4 Zweige abstehen, haben wir einfach hingestellt. Ja, schön, jetzt hast du deinen Baum, hab eine Kugel dran gehangen, beigeschmückt. Schuldigkeit getan, frohe Weihnachten. Ich habe einen unechten Baum, der sieht aus wie echt. Ja. Du musst aber auch jeden Ast einzeln einhaken und. Unser nicht, lag vielleicht an den 7,99 €. Vielleicht. Ja. Ich habe auch letztes Jahr den Katzenbaum geschmückt als Weihnachtsbaum. Ja, sehr geil. Ja, so ein paar Kugeln. Nee, nicht ich, das hat meine Freundin gemacht. Hier, damit das weihnachtlich ist. Das ist so schwierig, da immer zu widerstehen, ja. Ich finde die ganze Scheiße eigentlich kacke, weil man sich immer irgendwie was. Das ist ja das, was ich meine, so for the sake of schenken und diese ganzen, ach, das kannst du das ganze Jahr über machen, so, das kannst du jeden aber darum, Tag. Aber warum ja, machst eben du darum etwas, geht, was dir darum, keinen Spaß, oder was dir nicht glückt? Das ist mal. Eben, siehst du, deshalb feiere ich keinen Geburtstag oder solche Sachen, das ist alles, damit kann ich nichts anfangen, aber Weihnachten habe ich immer gemocht und deshalb kannst du ja machen, aber bei dieses ganze, wir müssen was schenken und dann, ach, hau ab mit der Kacke, schenken kann ich jeden Tag. Also ich glaube, aus dem Alter sind wir auch raus, oder? Also nee. Meine Mama hat aufgehört zu schenken, weil als die Kinder erwachsen waren, da hat meine Mutter gesagt, so, Kinder sind erwachsen, Ende Gelände. Jetzt wird hier lecker gegessen und danach trinken wir uns ein. Ich kriege jedes Jahr zu Weihnachten ein Hemd von meinem Vater. Jedes Jahr. Wird, glaube ich, nie aufhören. Ich kriege auch immer noch Sachen für die Wohnung geschenkt und lauter solche Sachen. Und ich sage immer, Vater, ich bin über 30, kann das jetzt alleine. Dann kommen hier riesige Pakete an mit Sachen drin. Hier, für den Einzug. Mann, brauche ich nicht, danke. Obwohl, eine Spülmaschine hätte ich gern genommen. Aber die kriegst du ja dann wieder nicht, weißt du? Vielleicht, so die wichtigen Dinge. Vielleicht möchte dein Papa dir einfach mitteilen, dass du ein halbes Hemd bist. Du hast gesagt, ich bin dünn. Nee, schwach. Ich weiß ja nicht, wie dein Papa so drauf ist, aber... Ach! Nee, mein, ja, Papa, ist noch, mein Papa ist noch krasser. Ja, siehst du? Der ist dünner, aber der haut dir eine Kelle vor den Latschen, Junge, dann machst du Rückwärtssalto. Nun gut. Das gibt's bei uns nicht. Schon seit, weiß ich nicht, seit wir erwachsen sind, gibt's da keine Geschenke und sowas. Aber auch nicht zwischendurch oder so?
Aber jetzt nicht zum Weihnachten und sowas. Das sag ich wenn ja, ich, einfach wenn ich so. Etwas haben möchte, dann... So, meine Eltern haben jetzt, also meine Mama hat ein schönes Bild für uns malen lassen, ein Hochzeitsbild, was sie original als Foto hatte und das hat sie malen lassen für Stefan und mich in Öl, wunderschön und groß. Das habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag, ist glaube ich das Einzige, wo wir uns was schenken. Geburtstag. Aber ansonsten gibt's das bei uns gar nicht. Keinen Tag, wo wir uns, wenn wir was haben wollen, dann sagt man Bescheid und dann guckt man, ob das drin liegt oder nicht. Ansonsten muss man halt warten. Aber man auf so einen extra Tag für Geschenke und sowas haben wir nicht. Ich bin jetzt umgezogen. Ich kriege fast jede Woche irgendwas geschenkt. Ach, der feine Herr, ja? Nee, warte mal einen 24-Stunden-Stream. Ich sag doch nicht nein. Ich sag ja nicht nein. Ja, nicht von Zuschauern, von Eltern, von Familie, von allen möglichen Leuten. Also, Wasserkocher. Und, ja. Poster. Echt? Ich hab zwei Poster jetzt hier stehen. Lass dir mal Kabelkanäle schenken. Kabelkanäle? Für die Tür. Stimmt. Ich wurde letztens noch gefragt, was brauchst du eigentlich, Junge? Habe ich mal Kabelkanäle gesagt. Nee, ja. Nein, Weihnachten ist für mich so, ich weiß nicht, ich mag Weihnachten. Ich höre gerne die Musik einen Monat vorher, so Swing hier mit Tom Jones, wollte ich gerade sagen. Frank Sinatra und diese ganzen Christmas Classics und guck Kevin allein zu Hause und sowas, ich weiß nicht. Ja gut, der geht aber wirklich immer. Der geht auch nicht an Weihnachten. Der geht ja immer. Ja, aber für mich ist das so, 11 Monate kein Kevin allein zu Hause gucken und dann endlich wieder schauen können. Für 11 so. Monate kein Kevin ist ja auch okay. Oh, da kommen wir. Das ist eine schöne Frage übrigens. Die würde ich euch gerne mal stellen. Da bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Warum folgen Streamer eigentlich nicht allen ihren Fans? Wäre doch mal eine Option für Interessantes. Ich habe keine Fans. Was? Zuschauer. Aber warum wir den Leuten nicht zurückfolgen, die uns folgen, oder? Ja. Kein Bock. Warum? Ich habe mal ein Jahr lang Modern Minecraft gestreamt. Weißt du, wie meine Timeline aussehen würde, wenn ich jedem zurückgefolgt wäre? Das ist ja genauso, als würde jetzt der Chef von ProSieben auch allen Leuten mal vorbeigucken, was die machen, die bei ProSieben einen Film gucken. So. Ist ja, warum? Ja, hey Herbert, heute Abend komme ich bei dir vorbei. Entschuldigung. Aber irgendwo gibt es dann auch so eine Grenze irgendwie, die ich dann auch ganz gerne bewahre. So. Also man muss jetzt nicht durchgehend immer für alle sofort ansprechbar und da sein und so, keine Ahnung. Also dann ist es wieder so, auf so einem Level, dass du nur noch Supporter bist auch für einige Dinge. Weißt du, wie ich meine? So, egal wer dann ein Problem hat, Grafikkarte, Sounds, wo stecke ich mein Kabel hier rein, bla bla, ist ja auch okay. Man fühlt sich ja auch geehrt, dass man gefragt wird, weil man ja dadurch gesagt bekommt, dass man selber kann. Ist ja auch cool. Aber wenn das dann irgendwie 200, 300 Leute nacheinander machen, so, ich weiß nicht, dann wirst du schon leicht triggert so und denkst dir so, ruft einfach mal bei Thoman oder Musikstorn oder so, die werden dir da auch bestimmt helfen. So, und ich denke, wenn man dann zurückfollowt und diese Mauer für das gegenseitige Unterhalten, ja, dass man die dann überwindet, weil man kann sich ja dann auch privat schreiben, zumindest auf Twitter und so und früher auch bei Twitch, dann glaube ich, würde das ausarten, einfach. Ich habe übrigens ganz vielen Leuten schon zurückgefolgt. Also ich habe in der Community Leute, die schon sehr, sehr lange da sind. Ja, das mache ich auch. Ja. Und den folge ich auch. Den folge ich auf Instagram, den folge ich auch auf Twitter. Und ich lese mir das gerne durch, weil die einfach kernwitzig sind. Also allen nicht. Da wäre ich ja richtig Banane. Also wenn ich mir schon überlege, ich bin auf eine Art und Weise bin ich froh, dass ich keine PMs mehr kriege, wie ich mein Setup zusammenbaue. Ja. Das aber ist das übrigens, ist doch auch der Stream da. Kannst du mal sagen, wie alles verkabelt ist? Ihr wollt nicht wissen, wie oft dieses Sheet schon angeklickt wurde. Also jedes Mal, wenn ich darauf gucke, fällt mir was aus dem Gesicht. Es ist ungelogen, mein Hardware-Sheet wurde in einem Jahr über 55.000 Mal angeklickt. Ja, überleg mal, ne? Ne. Wie da auf YouTube, ey. Sub for Sub, ey. Das war auch noch geil. Das ist halt, also da muss man, das geht gar nicht. Du kannst, da bist du wieder an dem Punkt, wo, glaube ich, jeder Streamer irgendwann mal war, ey, du kannst einfach nicht jedem alles recht machen. Und so schon gar nicht. Weil nee, dann so ist nämlich,
Ich denke, einige Menschen können das einfach gar nicht auseinanderhalten. Ich hatte auf meiner Uplay-Friends-List damals für Rainbow Six Siege mal Leute drauf und die schreiben mir an einem Montag, wenn ich mal freizeitlich spiele, na, wie geht's dir? Nee. Nein. Schon mal gar nicht. Wir kennen uns gar nicht. Wie, na, wie geht's dir? Ja, ja. Warum? Du bist fremd. Du, es ist Montag. Ich habe meinen Ruhetag. Mir geht's gut. Danke. Tschüss. Nee, das würde auch gar nicht gehen. Weil, wie gesagt, einige Menschen gar nicht die Grenze kennen. Also zumindest für mich nicht. Einigen folge ich, einigen nicht. Den Großteil nicht, sagen wir es mal so. Ich bin halt auch Zuschauer auf Twitch. Also ich gucke halt auch gerne selber Streams. Und wenn ich jetzt schon, also ich folge, glaube ich, jetzt schon 400 Leuten, unabhängig, ob sie mir folgen oder nicht. Und wenn ich dann mir dann noch irgendwie angucken müsste, wie meine Following-Seite aussehen würde, nee, das wäre ja... Von welcher Plattform reden wir überhaupt? Twitch. Alle. Reden wir von Twitch oder von Twitter zum Beispiel? Alles. Gilt ja für beides. No. Was soll ich jetzt da sagen? Nein, nein, klingt dann so hart. Das ist die immer so schlecht gelaunt ist. Nein. 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 Aber du bist immer schlecht gelaunt. Nee, aber ich bin an die eben. Nee, ich bin eigentlich nie schlecht gelaunt. Hey, hast du auch das Problem, dass du, wenn du. Arrogant, ich bin arrogant. Ja, pass auf. Das ist das Problem, das habe ich auch. Mir wird immer gesagt, ich bin arrogant oder schlecht gelaunt oder sofort versalzen oder mach Mimimi. Aber die meisten Leute verwechseln Arroganz mit Ehrlichkeit. Und wenn du ehrlich bist, wirkst du sehr, 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 sehr schnell arrogant, ja, weil du einfach deine Meinung so vertrittst und dann auch auf so einem hohen Ross, weil du ja, das ist ja deine Meinung so. Aber die Leute können das dann leider nicht so wechseln, dass es halt wirklich einfach nicht böse gemeint ist und absolut nicht arrogant. Aber naja, das ist dann, glaube ich, so ein Ding. Sagen nur Leute, die einfach vielleicht einmal da waren oder ja, zweimal, ja, ja, weil die mich kennen, ist das ganz anders. Aber ja, arrogant ist etwas, was sehr oft mit mir in Verbindung gebracht wird. So, ja. Aber nein, warum sollte ich jedem zurückfolgen, der mir folgt? Wenn man sich unterhalten möchte und sonst ist, dafür ist der Livestream da, dann kann man doch da in den Chat reinkommen und zusammen kommunizieren. Warum muss ich außerhalb meiner Zeit, wo ich dann vielleicht Freizeit habe, denn immer noch präsent sein? Das, nein. Ja. Nein, so wie zum Beispiel derjenige, der jetzt die Frage gestellt hat, du dir selber aussuchst, wem du folgst, so suche ich mir selber die Menschen aus und nicht, ach du, ja, dann folge ich dir auch. Das ist doch so. Es ergibt auch keinen Sinn, wofür. Das hat ja keinen Mehrwert für keine Seite. Nein. Ihr seid alle arrogant. Ja. So. Ja. Niveau sieht von unten immer aus wie Arroganz. Oh. Ja, kann erst mal sacken. Oh. Ja, doch, ist Lemmy, also. Ja. Der hat gut. Habt ihr schon mal überlegt, Plankenschnack in Schlankenpack umzubenennen? Ja. Ja, haben wir. In ja, da dürfte ich ja nicht mitmachen. Eben gerade. Verabschied mich dann mal. Schlankenpack? Mhm. Schlankenpack. Ja, super. Idee. Ehrlich gesagt haben wir uns nie wirklich viel überlegt, außer dass wir Dinge einfach machen, wie wir schon heute festgestellt haben. Wenn uns was in den Sinn kommt, dann machen wir das. Aber das umzubinden wäre ein bisschen dämlich. No Spoiler. Nie viel überlegt. Ist auf Dienstag, no Spoiler. Ach so, ja. Das war übrigens ein. Vielleicht sollten wir den Moment mit den Leuten teilen. Ich weiß es nicht. Ja, gerne. Wir haben eben gerade Spontanität, Leute, ist ein sehr, sehr wichtiges Ding. Und Stefan hat mich gerade gefragt nach Hilfe für sein Setup. Genau, wegen den Toslink-Verbindungen, damit das nicht brummt, weil ich jetzt von USB auf Klinke gewechselt bin. So, Kontext ist da. Ja, und dann haben wir kurz darüber gesprochen. Da habe ich irgendwann gesagt, du Stefan, du Fliegen kostet 50 Euro, soll ich vorbeikommen? Und dann sagt Stefan, ja, ich fliege am Dienstag übrigens nach Düsseldorf. Ja. Und dann bauen wir hier das Setup, geben wir zu essen, holen, organisieren, irgendwie, keine Ahnung, dann fliegt er wieder zurück. Vielleicht mache ich einen Vlog, vielleicht machst du eine Insta-Story. Mal gucken. Man munkelt. Man munkelt.
Aber das ist das ist auch ein schönes Thema. Dieses Netzwerken zum Beispiel, nicht? Ja. Also das ist ja auch so eine Sache. Ich habe früher immer gesagt, ich mache irgendwie alles alleine und ich möchte immer gar nicht mit den Leuten was zu tun haben und bin auch nicht irgendwie auf Messe gewesen und habe auch überhaupt nicht wirklich viel Kontakt zu anderen gehabt. Und das hat sich über die Jahre so ein bisschen gewandelt, dass man zum Beispiel auch mal mit jemand anderes zusammen streamt oder mal mit anderen Leuten Sachen macht, was mittlerweile sehr viel geworden ist, auch bei mir. Wart ihr schon immer so eingestellt, dass ihr sagt, so, nee, ich will lieber mein eigenes Ding machen, oder wart ihr auch mal so, ja, gut, ich mach mal meine Fühler auf? Wie hat sich das bei euch entwickelt, oder ist das schon immer so? Boah, ich hab mir da nie Gedanken drüber gemacht, ne? Wenn du jemanden sympathisch findest, machst du was mit dem und ab dafür. So. Also nicht. Also, ich hab jetzt nie gesagt, boah, Alter, diesen Dizzy, ne? Den muss ich jetzt mal irgendwie gucken und irgendwann, so in einem Jahr, frage ich den mal, ob der mal rumkommt. Das ist doch Quatsch. Dann kommt er so spontan. Ich eiche das wenig auf, dann machen wir jetzt was auf Twitch, sondern für mich sind das dann, für mich sind Arbeitskollegen und man tauscht sie zusammen aus und wenn man sich trifft, das ist dann, ich freue mich dann immer sehr, jetzt direkt was auf Twitch zusammen machen. Ich bin noch eher so, nein, da ist kein Platz für jemand anderen. Die Show gehört mir. Sonst kann ich meine Arroganz nicht weiterverkaufen. Nee, ich bin eher der Singleplayer. Ne? Ich spiele so wenig Spiele, die man zusammenspielt. Ja, Monster Hunter habe ich mit anderen Streamern zusammengespielt. Also ich mache lieber was im Real Life mit anderen Streamern, die ich dann sympathisch finde, Dankeschön. Als auf Twitch selbst. So. Siehst du? Das so, ist aber dann auch, was essen ich spiel gehen. Halt auch, ja, genau, sowas. Ja, genau. Oder ey, ohne Scheiß, dieses Twitch Summit oder Twitch Partys, Gamescom, dieses Networken so zusammen und dann abends was essen, eine Milch trinken. Und so weiter. Mega geil. Aber ich weiß nicht. Twitch ist dann so, das ist dann so mein Kanal, da bin ich dann keiner. Klar, spielt man mal zusammen was und so. Das mache ich auch gerne so, ne? Aber am liebsten einen schönen Shooter zocken, so also bei mir zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, oder halt ein Game zocken, wobei du dann noch mit der Community ein bisschen quatschen kannst mit dem Chat. Ja. Geht nur leider nicht bei Roleplay und das blieb auch wirklich ein bisschen auf der Strecke. Also ziemlich auf der Strecke in der letzten Zeit. Deswegen, dachte ich auch, ich fange jetzt auch an, immer erstmal, keine Ahnung, vielleicht eine halbe Stunde ein bisschen quatschen und dann anfangen. Sag mal, wenn du von Shootern redest, hast du Wolfenstein schon gespielt? Ja, also den ganz alten. Ja, nee. Return to Castle Wolfenstein. Ach so. Den neuen Teil habe ich nur geguckt und die waren mir zu overhyped, egal wo ich hingeguckt habe. Das ist ein Riesenproblem bei mir so. Wenn irgendwo überall alles voll ist mit demselben Spiel, dann spiele ich es nicht mehr selber, so, weil dann habe ich keinen Bock mehr dazu zocken. Und ich bin kein Singleplayer-Typ. Ich mag keine Singleplayer-Games. Und zum Glück kann man Flüge nochmal canceln. Warte, ich storniere kurz Amazon. Storniergeräusch. Oh Gott, wie kannst du. Oh Mann, das tat weh gerade. Aber da sieht man sich. Wolfenstein? Wirklich ganz toll. Ihr habt keine Zeit für Singleplayer-Spiele. Und da bleibe ich auch nicht am Ball. Da spiele ich 3 Level und dann weiß ich nicht. Nach der dritten Ladesequenz finde ich ja doof. Da muss es schon so eine Perle sein wie, keine Ahnung, Last of Us oder so. Das spiele ich dann durch. Was man aber sehr gut sieht, bei mir ist das jetzt gerade so eben, dass privat mich mit den Leuten dann treffen und dann denke ich auch nicht sehr ans Streamen. Also Dizzy, wie oft warst du jetzt schon hier? Wir haben einmal, bist du wirklich, da haben wir Dark Souls 3 gespielt, aber ansonsten in der Zeit, wenn du da bist, da denke ich nicht ans Streamen. Genauso anders, wenn ich da zu Besuch gehe, dann will ich alles andere machen, nur einfach jetzt gerade eben nicht streamen. Trippen ziehen ist cool, oder? Wenn man sich trifft. Trippen ziehen? Mhm. Ich habe gebügelt, ich weiß nicht. Ich habe nach Jahren mal gebügelt, Werde ich nicht vergessen. Ich glaube, ich war 4-mal da übrigens. Ja. Ich habe übrigens noch einen Anschlag auf euch beide. Ich müsste noch mal vorbeikommen. Ja, ich habe da eine Idee. Was macht er? Ihr habt ja so gutes Internet, habe ich gehört, in der Schweiz. Ne? Jo. Und auch bis ganz weit oben auf dem Berg, habe ich gehört. Mhm. Auf welchen willst du denn? Weiß nicht, da wo ich 4G habe und mal einen ordentlichen IRL-Stream machen kann. Okay, sagst aber vorher Bescheid, dass wir uns ein paar gute Wanderschuhe holen. Ja. Ich bin in einem Alter, wo ich nicht mehr mit Hageschlappen irgendwo raufgehe. Ich will gescheite Schuhe haben. Der Teaser! Okay, super. Ja, das ist für mich auch so in Ordnung. Da winke ich auch mal kurz so. Ha. Nice. Hat Slabby eigentlich schon was gesagt zu der Frage? Welche Frage?
Geil. Morgen. Schön. Nee, ihr habt jetzt euch so viel unterhalten, ich habe mittlerweile die Frage vergessen. Es ging darum, ob du was mit anderen zusammen machst oder. Ach so. Ja, das war ja im Sinn. Also ich muss persönlich sagen, ich glaube, ich habe selbst noch nie jemanden gefragt, ob wir irgendwas zusammen machen wollen. Aus Gründen. Ach so. Und trotzdem war ich der Leech King. Die Leute nicht sind wahr. Immer auf mich nicht wahr. Zugekommen. So. Ich hätte zum Beispiel niemals gesagt, ey Dizzy, lass mal Plankenschnack machen. Ich habe voll die geile Idee für eine Talkshow. Du wärst der perfekte Typ für mich. So ich, 50 Zuschauer damals, 30. Du, weiß nicht, 500, wie viel du damals hattest. Ja, kommt gut. Fragen wir doch mal Dizzy, ob er mit mir eine Talkshow machen will. So, hätte ich ja nie gemacht. Keine Ahnung, macht man nicht, wenn der Unterschied da ist. Findest du? Ja. Also ich, jetzt im Vergleich, ich bin so groß mit Hut und Stefan ist jetzt, weißt du, so, und wenn ich den irgendwo sehe, wir haben uns irgendwann mal kennengelernt über Sascha, da sagen wir uns immer Hallo und grüßen uns und na, alles gut, ja, nö, da hätte ich jetzt auch gar keine, da habe ich gar keine Berührungsängste. Ja, das ist aber, weil ich nicht auf die Zahlen schaue. Da habe ich keine Berührungsängste. Das ist zum Beispiel eine Sache, die du ja vorhin auch angesprochen hast, Labby, mit den Zahlen. Ich habe letztens ein sehr interessantes Video dazu geguckt. Da ging es von Peter McKinnon, der sich einen YouTuber eingeladen hat, der niemals gedacht hätte, dass er eine Kollaboration macht mit einem YouTuber, der 7000 Abonnenten hat und Peter hatte zu der Zeit 2,5 Millionen. Und Peter hat gesagt, ich finde den Typen so cool, du kannst hierher kommen und wir verbringen den ganzen Tag und machen was gemeinsam miteinander. Und das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, weil du das ja gerade angesprochen hast, Debbie. Am Ende des Tages, ne, ist das sowas von scheißegal, wie viel Viewer du hast, wie viel Likes du hast, wie viel was auch immer du hast. Wenn die Chemie stimmt, ist das doch völlig, völlig Bums und völlig, völlig Latte. Weiß ich. Das Problem entsteht immer nur in den Köpfen der Menschen, dass sie denken, sie fangen irgendwann irgendwas an zu leechen. Was ja überhaupt gar nicht der Fall ist, weil man ja diese Kollaboration oder was auch immer, die macht man, weil man darauf Bock hat. Und dein Content ist, bloß weil jetzt sagen wir mal, gehen wir einfach mal davon aus, eine Ninja hat 100.000 Viewer am Tag und ein Ranzratte hat 2. Das heißt aber nicht, dass Ranzratte sein Content minderwertiger ist als der von Ninja. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach nur, die Leute, die das gucken wollen, die haben ihn nur noch nicht gefunden. Oder, und das habe ich auch schon mal auf Twitter geschrieben, man sollte die Streamer nicht gucken, nur weil sie Hype haben, weißt du? Genau. So, also nicht gucken wegen des Hypes, sondern gucken wegen des Contents. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch nicht immer, wenn man nach einem Spiel sucht, vielleicht nicht immer den ersten anklicken, der gerade jetzt an erster Stelle steht und das Game zockt, runterscrollen. Da gibt es viele, 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 die sich sehr, sehr viel Mühe geben und einfach noch nicht zu, ja, Entdeckung kamen, sagen wir mal so. Das ist schade, tatsächlich. Nicht mit dem Hype gehen. Nicht immer das Größte ist das Beste. Gut, aber das ist halt, glaube ich, ein Urinstinkt, dass der Mensch ja, immer zum ist, Hype geht. Natürlich. So. Ne? Motten ums Licht und so und ja. Wenn irgendwo ein Hype ist, dann sammeln sich alle immer da drauf, bis dann irgendwann woanders die nächste Lampe angeht. Und leider, leider. Es ist leider so, ja, aber dann wäre es auch schwierig, wenn sich wiederum alle Leute verteilen würden oder so. Ja, dann hast du das Problem, Stammzuschauerschaft ist vielleicht irgendwann nicht mehr so gegeben, ne? Ja, genau. Lachendes und weinendes Auge. Immer. Aber ich finde es schade, ich finde es schade, dass das überhaupt in klein und groß differenziert wird. Ich hatte das vor langer Zeit auch mal gesagt und auch in diesem Video wurde das halt mehr oder weniger so ein bisschen unterstützt. Es gibt kein klein oder groß. Createn ist createn. Ja, es gibt nur anders, ne? Ja, genau, gibt nur anders so. Und jeder macht seinen Stuff. Und das sollte eigentlich überhaupt gar keine, das sollte überhaupt gar keine Geige spielen, was diese Zahl dir präsentiert. Und man sollte dafür viel, 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 viel offener sein, denn am Ende des Tages bin ich der Meinung, ist man glücklicher, wenn man mit Menschen, wenn man von Menschen umgeben ist, die so genauso ticken und die dich weiterbringen,
als dass du mit Menschen zusammenhängst, die jetzt dir Views bringen oder die irgendwie deine Zahlen pushen. Ja. Weil später wird das sowieso in die Brüche gehen. Ja. Es wird in die Brüche gehen, weil irgendeine von diesen beiden Parteien ist dann, hat damit dann irgendwie ein Problem. Und das finde ich zum Beispiel sehr schön im Plankenschnack, dass das hier niemals Diskussion ist. Noch nie gewesen. Überhaupt niemals. Nicht ein einziges Mal in den 3 Jahren, in denen wir das machen, war irgendeine Zahl überhaupt irgendeine Diskussion. Und das ist halt, das ist richtig abgefahren. Und so sollte das nämlich eigentlich sein, weil gemeinsam wachsen ist besser als alleine. Korrekt. Keine Ahnung, wie wir da jetzt drauf gekommen sind. Nun. Es ging um deine Frage, die ich übrigens schon wieder vergessen habe. Ja, aber du bist sehr aufmerksam heute. Ich habe doch die Frage vorhin beantwortet. Ich habe sie trotzdem wieder vergessen. Ich bin vergesslich, nicht unaufmerksam. Mit anderen machen, dass du das nicht, dass du nie gefragt hast, sondern dass die Leute auf dich zukommen. Ja, ja, richtig. Mein Gott, zum Glück höre ich zu. Ein Glück. Lass uns doch mal so rangehen. Habt ihr so ein Ereignis, also so eine Kollaboration, die ihr persönlich, die euch immer in Erinnerung bleibt, die ihr gemacht habt und die ihr heute noch feiern? Achso, nee, dann nicht. Achso, gut, ja, dann. Ich muss zugeben, ich glaube, ich habe bis jetzt kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen, was ich mit anderen Streamern zusammen gespielt habe. Das war Diana, dieses Putzspiel, war Slabby, A Way Out, war Dizzy mit Dark Souls 3, war Aloka und Fabi in Monster Hunter. Ja, war einer Hand. Das war's. Ja, ich glaube, das sind die einzigen. Oh nein, stopp! Und es war einmal Dizzy, oh Gott, wer war denn da noch dabei? Barney war dabei, da haben wir dieses Warhammer. Vermintide. Vermintide, 5 Stück sind Streams. Mario Kart. Da habe ich nie gestreamt. War nicht? Nur dabei, nein. Ich war dabei, du hast gestreamt, ich habe das nie wieder gestreamt. Machen. Wir sollten das wieder machen übrigens, wir sollten Mario Kart im Stream spielen. Ich habe zum Glück keine Switch. Wie wir da umstiegen hier. Still jetzt. Leider. Plastikdinger. Okay. Ah, die wollte ich mir auch noch holen. Nee. Oh, geil. So, okay, und das mit Stefan zähle ich jetzt mal nicht, dass ich Sachen mit Stefan zusammen gespielt habe, in einem Raum. Ansonsten, und die waren alle toll. Liegt nicht daran, dass ich da irgendwie mal schlechte Erfahrungen gemacht habe, sondern einfach, ich bin hauptsächlich Singleplayer-Spieler. Und genieße die Zeit auch mit dem Chat und mit mir und dem Spiel. Und wenn noch eine zweite Person da ist, dann bin ich da sehr mit der zweiten Person beschäftigt und weniger mit dem Stream. Und das ist nicht so ganz. Nee. Wird aber auch nie gefragt, wenn ich ehrlich sein muss. Hast du mal Lust? Nö, würde ich nie gefragt. Also neben den Sachen, die Sally jetzt gerade aufgezählt hat, hier Way Out, ne, mit unserer einstündigen war mega. Armdrücken-Action. War mir ein Fest. Muss ich sagen, waren die 9 um 9 Sachen mit Mokka immer sehr schön. Weil anders als so eine Kollaboration, wo du halt mal einmal was machst, ging das halt wirklich, vor allem bei Factorio, über 2 Wochen. Und das ist halt schön, wenn du jeden Morgen über 2 Wochen aufwachst morgens und halt mit jemandem weißt, du wirst jetzt heute wieder durch Factorio durchwemsen und es macht halt Spaß. Das ist halt gut. Und es gab halt sehr viele lustige Stellen, wie zum Beispiel, als ich vom Zug überfahren wurde. Da erinnere ich mich heute immer noch drauf. Von daher, ja, das feiere ich. Ansonsten, ja, es gab immer zum Beispiel der Häkel-Stream, wie Paddy gerade gesagt hat. Stimmt! Ah, ja. Da war auch wieder Diana mit dabei. Ja. Stimmt, das war witzig. Oh, das ist sehr lange her. Ja. Ich kann immer noch nicht häkeln. Macht nichts. Ich häkel dir. Stefan? Ich überlege tatsächlich immer noch. Also aufgrund dessen, dass ich ja nicht so der Koop-Gamer bin oder
weiß ich nicht, jetzt jemand, der sich mit seinen ausgewählten Leuten da hinsetzt und immer wieder zockt und immer wieder zockt, habe ich jetzt gar nicht so ein Erlebnis, wo ich jetzt sagen, boah, das war jetzt mega krass vom Connecten her, so vom Cross-Spielen her mit anderen Leuten. Ist wahrscheinlich auch dem Roleplay ein bisschen geschuldet, weil man hat da ja halt gerade da immer irgendwelche Leute und das ist eigentlich immer sehr, sehr cool, bis auf eine Zeit, die jetzt hier nicht erwähnenswert ist. Aber auf jeden Fall, ja, es ist, also jetzt, so wie es jetzt ist, GTA ist immer cool mit den Leuten und ey, jetzt zuletzt war es Islands of Nine, da hat sich Whitey Dude hat sich mal angeschlossen oder ich habe nochmal eine Runde mit Jolkske, mit Kaiser oder wie sie alle heißen oder auch gerne mal mit euch, ist mir eigentlich relativ egal, aber bei einem Multiplayer-Shooter ist das immer super geil, wenn da einer mal eine Runde mit reinjoint und dann mal, keine Ahnung, eine Stunde mit rumsalzt, weißt du? So, von daher denke ich, ist das immer cool, aber ich habe jetzt kein Erlebnis, was ich jetzt positiv herausheben wollen würde. Nee, so jetzt nicht. Mein Kater kommt immer mit in den Stream. Das ist immer cool. Ich glaube, das ist sehr, sehr positiv. Das ist die beste Koop. Beste, mit Katze, ja. Ich hatte meine Softbox da stehen und da war er noch sehr, sehr jung und er hat halt nicht gerafft, dass man auf die Softbox am besten nicht springt. Und ja, das ging dann 15 Minuten so, dass ich dem Kater versucht habe zu erklären, jo, du fällst. Hat er nicht gerafft, ist gefallen. Tja, passiert. Lernen durch Aua. Ja. Ja. Nun, A Way Out mit Sascha und also das E-Guy und Stay. Mit Fischkorb nach Amerika fliegen für eine Woche. Ach so, kann man es, schon es gilt auch außerhalb von Twitch? Ja, natürlich. Ja, dann ganz viel. Dann ganz viel, ne? Gerade auch mit Sascha und so und mit den Leuten nach LA und sowas. Das ist schon saugeil. Das ist alles ultra positiv. Ja, eben. Ja, aber das ist auch wieder so allgemein. Ich dachte, du meinst Koop auf Twitch im Stream. So. Nö, ich hätte jetzt so, ich meine, das begrenzt dich ja nicht nur, dass du das hier machst, ne? Also ich meine. Aber auf jeden Fall, also legendär wird, und das glaube ich, da gehe ich ganz stark von aus, wird die zweite Augustwoche mit Sascha. Ja, das glaube ich euch auch, ey. Viel Spaß euch auf jeden Fall. Das wird mega cool. Ich freue mich auf Bilder oder IRLs oder so, ey. Das ist, glaube ich, das Abgefahrenste, was ich je IRL gemacht habe. So. Aber mit Stream dazu. Wobei ich glaube, ich werde es nicht sehen können, weil ich bin ja selber im Urlaub. Muss ich es nachholen. Ja, eben. Gibt ja Pass Broadcast. Ja. Ja. Das wird sehr, sehr cool. Ja. Ansonsten, ja, halt, wenn du, wenn, wie du schon sagst, oder wie ihr sagt, mit Leuten halt mal spielen, so mit Andy Dev und habe ich jetzt auch gerade, spiele ich sehr viel zusammen. Das ist auch mal sehr, sehr witzig. Und mit Paui. Paui ist ja auch so ein, weiß nicht, was bei dem irgendwann mal passiert ist, aber den haben sie auf jeden Fall zu oft durchgeschüttelt, als er jung war. Und das fetzt auch immer, ja. Das sind viele Dinge so. Mit Stay Rechner zusammenbauen, den ganzen Dings umbauen da, seinen ganzen Schreibtisch und unter dem Tisch halt furzen so, das ist auch legendär. Ja. Es gibt so, man, so viele schöne Dinge sind passiert, oder? Und das ist alles nur, weil man sich mal auf andere Leute einlässt und nicht mal alles nur alleine macht. So. Alleine ist kacke, Mann. Zusammen ist viel geiler. Viel witziger, viel schöner, wenn man Dinge gemeinsam macht. Wie Fußball, Mann. Wenn zur WM alle rausgehen, so, yeah! Und dann stehst du in der riesigen Masse, yeah! Und dann ist die Welt in Ordnung, so. Macht was zusammen, Leute. Ja, macht was zusammen. Geht raus. Kauft euch eine Drohne! Macht was Schönes mit Drohnen oder was auch immer. Hm. Jetzt habe ich meine die Drohnengeschichte was? Erzählen. Kann mir jemand die Drohnengeschichte erzählen? Oh Mann, meine Drohnenvergangenheit? Ja, ich war am Samstag, waren wir im Stream und wir haben über Drohnen gesprochen. Ja. Und ich habe so gesagt, ach nee, ich brauche keine, so ist Quatsch, was soll das? Und dann sind wir Sonntag früh letzte Woche fotografieren gegangen. Und Dazen hatte sich eine Drohne ausgeliehen und wollte die halt unbedingt mal ausprobieren. Und dann waren wir bei einem Gelände, das war so eine Abhörstation früher, ganz früher, die verlassen ist. Und dann hat er seine Drohne hingestellt und ist halt, weil wir nicht rein konnten, aufs Gelände ist er hochgeflogen und hat halt so das festgehalten. Und dann hat er mir das Video geschickt und dann war ich so,
brauche eine scheiß Drohne. Und seitdem versuche ich eigentlich, mir keine zu kaufen. Aber Chat sagt die ganze Zeit immer, ich soll eine kaufen. Deswegen der Schabernack mit, okay, kauft euch eine Drohne und macht was daraus. Kauft ihr eine Drohne? Nein, mach ich nicht. Aber es wäre so schön, wenn wir jetzt mit dem Wohnwagen unterwegs sind, im August eine zu haben, weil, I don't know. Könnt ihr hier noch eine leihen? Für die Zeit. Hast du eine oder was? Nee, aber es gibt ja verschiedene Firmen, die das anbieten. Ach so, ja. Das stimmt, das kannst du machen. Habe ich auch schon überlegt. Aber das ist zum Beispiel eine Frage, das könnte man auch mal aufräumen. Seid ihr mehr so der Typ für Leihen oder seid ihr lieber so, ich hab's lieber für mich? Ich leih mir nie was aus. Ich mag neu und für mich. Ich kaufe auch nichts gebraucht. Ich leih mir was und nach so 5 bis 10 Jahren gehört's auch mir. Also. Das Gute ist, ich habe eine PlayStation 2 hier zu Hause, da war das genauso. Du bist gemutet, Sally. Ich verzichte lieber auf das, auf den Gegenstand, als mir zu leihen. Dann verzichte ich lieber drauf. Also ich möchte meins. Ja, okay, Mietwagen. Ja. Mietwagen. Bezahlst du ja für. Ja. Wenn ich leihen. Gut, den Mietwagen habe ich, weil mein anderes Auto eventuell in der Werkstatt ist und da zahle ich auch noch für. Also von dem her blöd, wenn ich von da aus wieder. Ja, es kommt drauf an. Und dann nach Hause laufen ist ein bisschen blöd. Ja gut, Mietwagen habe ich auch. Habe ich auch schon, also ich kann zwar nicht fahren, aber habe ich auch schon geholt. Hast du eigentlich einen Führerschein schon? Nee. Ist das nicht die Dieselgeschichte? Die Dieselgeschichte, ja, das war eine gute Sache mit dem Diesel. Das erste Mal, als ich ein Auto getankt habe, habe ich einen Benziner Diesel reingehämmert. War ziemlich teuer, das Auto. War ein teurer Exkurs. Ich habe an diesem Tag gelernt, in die Fahrzeugpapiere zu gucken, wenn kein Aufkleber am Tankdeckel ist. Lehrgeld. Ja, das war sehr teures Lehrgeld. Warte mal, du hast in ein Diesel-Benzin reingekippt oder in Benziner-Diesel? Ein Benziner-Diesel. Das ist nicht so schlimm, ne? Wie andersrum. Den andersrum musst du komplett leer machen und dann, ja. Ja, der auch. Richtig, Chat, eigentlich geht das gar nicht. Aber naja, was nicht passt, wird passend gemacht, sagt man immer so schön. Ne? Das geht schon. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und ein bisschen Feingefühl hat, dann geht das, ja. Ich habe es in dem Moment auch hinterfragt, doch nicht genug. Nun. Machst du einen Führerschein, Stefan? Absolut. Ja? Ja. Willst du noch machen, ja? Ja, ich kann fahren, ich darf nur nicht. Das ist halt eine scheiß Kombi. Hä? Du hast einen Führerschein? Nein. Aber du, hä? Ja, ich kann fahren, aber ich darf halt nicht, weil ich habe halt keinen Führerschein. Ach so. Aber du kannst schon Auto fahren. Ja, ja. Warum machst du keinen Führerschein? Ich hatte tatsächlich Zeit, dann habe ich sie nicht genutzt. Und dann, als ich gedacht habe, yo, jetzt musst du aber noch ganz, ganz dringend einen machen, kam die ganze YouTube- und Twitch-Sache und habe das so heftig schleifen lassen, dass ich jetzt immer noch ohne da hänge. Richtig abgefuckt. Das war einfach total dummes Timing. Und ich habe jetzt aber vor, dass innerhalb von 2 Wochen, also so ein Ultra-Fast-Kurs, so, weißt du, dass du 2 Wochen sagst, yo, easy, bin jetzt erstmal weg von allem, machst du durch und fertig. Ja. Ich mache auch gerade nebenbei ein. Ja. Aber ist ja auch ziemlich schnell und spät unterwegs, ne? Ja. Ja, doch, ja. Aber ich mache nicht so einen Ultra-Fast-Kurs. Okay. Ja, ich habe da Bock drauf dann, weil dann muss ich so. Ja, weißt eben. Hab ich dann mir muss auch ich einfach. Bewegt. Ja. Außerdem muss ich, ich habe mir auch schon erst gedacht, ob ich mir nicht zuerst das Auto kaufe, was ich haben möchte, damit das vor der Tür steht und ich noch mehr Ansporn habe, jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster gucke, so, aber. Ja gut, hätte ich so viel Subs wie du, dann würde ich auch schnell 2 Wochen Kurs machen, dann ist ja alles easy. Ja, das hat damit nichts zu tun, das ist einfach nur zeitlich so. Wirklich. Ach, deswegen spielst du wieder GTA RP. Ja, natürlich. Warum macht man das nicht? Warum macht man das nicht? Also, man spielt GTA nur für Views und nur für Subs, ganz klar. Ja. Du doch auch bestimmt, Stefan, oder? Ja, immer. Klar. Siehst du. Grundsätzlich. Ich mache alles nur für Zahlen. Ehrlich? Ja. Cool. Im Minusbereich in der Kappa-Welt. Aber du weißt schon, wenn ich jetzt am Dienstag zu dir komme, ich kann dir nichts bieten, ne?
Ich bin kleiner als du. Bruder, fühl dich eingeladen. Ist okay. Oh! Von Prime bezahlt. Von Prime bezahlt. Okay, gut. Nun, haben wir noch denn die Twitch-News? Aber natürlich. Weil, also, ich will euch ja gar nicht abwürgen, wenn ihr noch irgendwas habt. So, ich habe mein ganzes Repertoire, was ich heute für mich vorbereitet hatte, verballert. Mich interessiert tatsächlich als jemand, der gar nicht mit Stefan in Berührung gekommen ist bislang, welche Art Musik machst du eigentlich? Es kommt auf meinen Gemütszustand an, hauptsächlich EDM, aber ich produziere auch Beats. Oder wenn ich mal Bock habe, mache ich auch ein bisschen Filmmusik. Ja, eigentlich so querfeldein ein, außer Schlager und Metal. Weil für Metal und also alles das, was Gitarre ist, finde ich, musst du immer live einspielen. Brauchst du einfach Instrumente für Rock. Und, ja, zumindest die Gitarre muss. Zumindest die Gitarre. Also eine Gitarre echt zu machen, das ist, also, ja. Bis du das hinkriegst, spielst du sie lieber ein. Und da ich keine Gitarre spielen kann, fällt das weg. Ja, aber sonst querfeld, außer Schlager. Außer Schlager. Immerhin. Also mit produzieren meinst du auch wirklich selber Musik machen. Yeah. Jetzt nicht für andere produzieren. Naja, auch und auch für mich und keine Ahnung. Also wenn einer ein Beat braucht, dann kann er sagen, yo, mach mal und dann mache ich. Ja. Okay. Wenn ich also mal rappen wollen würde, dann sag ich Bescheid. Ja, dann sagst du Bescheid, dann baue ich dir was du möchtest. Das wäre nur meine Frage gewesen. Ich habe, bevor wir zu den Twitch-News kommen, wollte ich euch fragen, ob ihr das mitbekommen habt, Ubisofts Wortfilter in den Spielen. Ob ihr davon gehört habt. Der Wortfilter. Ach, ich habe Swordfilter verstanden. Ich dachte, what? Swordfilter, geil! Assassin's Creed, Sword. Nee. Nee. Ein Wortfilter kommt wenn, rein. Ja, wenn, okay. wenn du jetzt Wörter, die im Englischen zum Beispiel als grenzwertig eingestuft werden, oder über die Grenze hinaus eingestuft werden, wirst du instant gebannt in Spielen von Ubisoft. Wow, das ist. Und das krass. Witzige ist, Wörter wie zum Beispiel Kuhn, die im Englischen halt ein böses Wort für Menschen mit einer anderen Hautfarbe sind, bedeuten, die aber theoretisch auch anderer überall anders halt auftauchen, werden sofort auch damit reingenommen. Heißt, Leute laufen aktuell ins Spielen von Ubisoft rum und schreiben in den Chat, wie hieß Cartman als Superheld in South Park. Und jeder, der mit The Coon antwortet, wird sofort rausgebannt. Das ist ein bisschen schade. Aber ist es Gameban oder Accountban? Nein, nicht auf Twitch, in Ubisoft spielen. Gameban also oder Account? Also das ist ein Account gebannt oder was? Denke mal vom Spiel zuallererst. Also weil Account, das wäre halt schon, ich meine gut, wer benutzt Uplay, aber Account-Bann wäre schon assi. Ja. Oh ja, du darfst auch zum Beispiel nicht mehr schwarz auf Spanisch sagen. Was heißt schwarz auf Spanisch? Negro. Naja, ja, genau. Negro. Hey, Entschuldigung, das ist Spanisch. Ja, ja. Negro. Oder 24-Stunden-Bann, genau. Also 24, ja, okay. Also, ja, die guten Automatismen, ne? Ja. Falls ihr also, wie heißt dieses Tactical... na, dieser Shooter, ihr kennt euch aus mit Shooter, nicht ich. Rainbow Six Siege? Rainbow Six, genau. Wenn ihr Rainbow Six Siege spielt, dann passt auf, was ihr in den Chat schreibt. Wird wohl ruhiger demnächst, was? Ja. Zum Beispiel, wenn ihr euch auf Deutsch unterhaltet und weniger schreibt. Weniger? Mhm. Ja, okay, verstehe. Krass, das erkennt der? Also. Ja. Ah, heftig. Oh Gott! Wenn du, was nochmal? Ja, jetzt. Weniger. Ach, lol. Das denn auch? Das ist schon heftig. Uff. Also vorsichtig. Lol. Ja, das ist natürlich abgefahren. Na gut, dann ist ja demnächst nichts mehr los, wa? Die Spiele von Ubisoft, die ich spiele, da muss man sich nicht mit anderen Leuten unterhalten. Nee. Also von dem her. Nee. Und ich Rayman kann hat zum Beispiel zum Glück gar nicht. South Park auch nicht. Ach ja, genau. Ansonsten
Kommen wir zu den Twitch-News. Hallo. Ja. Hi. Ich guck gerade in den Chat und musste lachen. mache ich schnell. Sind nur drei Sachen, aber eine davon finde ich tatsächlich witzig. Erstes Mal, der ESA-Marathon ist losgegangen. Quasi das europäische Pendant. Genau. Zu den ich stelle mir das amerikanische nicht ein. Speedrunner. Games Done Quick, genau. Mit der englische Begriff nicht eingefallen. Games Done Quick auf europäisch, ESA, European Speedrun Assembly, läuft vom 21., also seit gestern bis zum 28.07. auf eben ESA Marathon. Mhm. So heißt der Kanal. Falls ihr also noch nicht genug Speedruns gesehen habt, das ist das Ganze ein bisschen kleiner, bisschen viel kleiner, glaube ich. Ist aber trotzdem ganz witzig. Sind Streamer und Speedrunner eben aus ganz Europa am Start. Kann man nur empfehlen. Geht auch wieder für einen guten Zweck. Die Spenden. Von daher, Dankeschön. Dann kommt am 24.07., also in 2 Tagen, geht auf Twitch Presents genau das los. Knight Rider. Twitch Presents zeigt Knight Rider, und zwar die alten, also mit David Hasselhoff. Oh! Knight Rider 2000 oder das all die gibt anderen es nicht. Sachen. Nee. Am 27. Hm? 24. Am 24. Stefan? Ja, also irgendwie passt es nicht mehr jetzt, ne? Oh. Was denn? Ja, der Flug hierhin. Doch, wieso? Das gucken wir bei dir. Wann geht denn das los? Ist er dann durchgehend oder was? Also Marathon durch? Natürlich, durch? Oder gibt es eine Uhrzeit, wann startet? Nee, durch. Wenn ich bei dir lande, so Punkt. Wolltest du bei mir landen? Jetzt nochmal, das läuft auf Twitch Presents. Ja. Das heißt, dass dann Doctor Who fertig ist. Ich denke mal, Doctor Who ist ja jetzt momentan. Ja gerade schon fertig. Nee, läuft ne? noch. Ja, also vielleicht kommt ja schon zum Ende. Ja, ist ja schon der 7. oder so. Mhm. Okay. Und die neuen Doctor Who's wollten sie ja eh nicht zeigen. Mhm. Also die guten. Hab ja, aber gehört. Darf man das denn streamen? Restream? Was? Ja. Nee, weiß das darfst du nicht, ne? Bestimmt nee, ich glaube nicht. Weil sonst könnte man das ja mit seiner Community gucken. Kannst ja im Discord. Oh ja, Twitch-App. Stimmt. Discord, ja. Nicht Twitch-App. Wieso Twitch-App? Das nutzt ja eh keiner mehr. Nee. Ja, Mr. Danson, ich grüße Sie. Hallo. Nun, ansonsten wurde das Highlight-Tool überarbeitet. Da kann man jetzt direkt Marker sehen. Man kann jetzt über mehrere Videos hinweg ganz viele Highlights schneiden in einem Rutsch. Muss nicht mehr alles eins nach dem anderen abgearbeitet werden und so weiter. Und auch da gibt es einen Link. Kann man sich sehr alles anschauen angucken. Ansonsten waren das die Twitch-News. Sebi, bisschen Engagement, Mann. Hab ich noch mehr? Na sicher, da muss richtig so Papa. Weiß ich ja bald HC Slapstick, wenn ich noch mehr Engagement hier rein. Wow, Freundchen der Sonne. Ich hab gerade meine ruhige Ader aktuell. Ja? Ich schreie nicht so viel rum. Engagement. Ja. So, Content Creator der Woche, Baby. Für die Leute da draußen, die das noch nicht wissen, es sind ja scheinbar heute ein paar neue Menschen da. Hier gibt es immer so gewisse Rituale. Ja? Die Begrüßung, Hauptsegment. Twitch News, was so auf Twitch passiert, was auf Twitch kommen wird. Und jetzt gibt es den Content Creator der Woche. Das heißt, wir empfehlen euch jetzt gerade mal einen Content Creator. Egal, wo der ist. Instagram, Blogger, was auch immer. Irgendjemand, der was kreiert, was uns bewegt hat. Ich würde anfangen, eigentlich. Warum du? Warum ich? Ja, fang an. Ich wollte gerade anfangen mit was Schönem. Ach so, ne, dann fang du an. Bitte, du hast noch nicht genug geredet heute, mach Slappy. Ich wollte die Panflötenband, die bei mir vor der Tür immer steht, empfehlen. Dortmund Westen-Hellweg, nein. Spaß. Ich habe Joseph Anderson. Darf ich jetzt anfangen? Ja, bitte, du hast ja darum gebeten. Joseph Anderson habe ich, den habe ich schon vorgeschlagen, aber ich gucke ihn halt tatsächlich momentan sehr viel. Weil der immer zu einer sehr, sehr praktischen Zeit streamt. Der streamt zwar immer kurz nur, maximal so 4 Stunden, glaube ich. Manchmal macht er ein bisschen länger. Aber der streamt halt immer abends.
Also 20 Uhr, glaube ich, immer fängt er an, deutscher Zeit. Ist ein Ami, macht englischsprachig, aber hat ein sehr, sehr analytisches, eine sehr analytische Herangehensweise an Spiele. Das heißt, der macht eigentlich YouTube-Content, wo er Spiele reviewt. Und da macht er teilweise, ich glaube, zu Dark Souls hat er jeweils zu jedem Teil irgendwie eine Stunde Video gemacht an Review. Und sehr, sehr viele interessante Punkte rausgehauen. Also ich bin nicht immer seiner Meinung, aber ich mag es, mir seine Gedankengänge anzuhören, weil die sind immer komplett anders als das, was andere Reviewer sagen. Und er lässt sich auch immer sehr viel Zeit damit. Und das finde ich gut. Der haut nicht sofort, wenn God of War rauskommt, direkt ein Review raus, sondern er wartet 3 Monate, spielt es erstmal durch und dann bringt er es auch wirklich raus, wenn er wirklich alles analysiert hat. Und er spielt die Spiele auch wirklich 3-mal durch. Also einmal für sich, einmal mit der Community und dann nochmal, um wirklich alles nochmal nachzuholen, was er verpasst hat. Also, ja. Und aktuell spielt er Danganronpa. Das finde ich jetzt nicht so interessant, aber es ist trotzdem witzig, ihm zuzugucken, weil er da auch, also der ist vor allen Dingen auch unterhaltsam in seinen Streams. Der lacht sich immer schlapp über dumme Sachen, die passieren und sowas. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ich mag ihn sehr. Link ist im Chat. Übrigens, bevor wir jetzt hier zum Ende nachher kommen, Stefan, du hast das Schlusswort heute, ne? Du schließt hier die Veranstaltung. Ja. Nur mal so, ne? Okay. Nur, dass unsere Gäste schließen. Willst du, Sali? Oder Stefan, du? Ich muss mir gerade was für nachher notieren. Ja, easy. Mach du mal ganz kurz. Ich habe mal den Jörg-Skin tatsächlich momentan rausgepickt. Joiko auch genannt, also Jörg-Skin. Habe ich vor kurzem erst kennengelernt. Relativ vor kurzem, ist ein sehr guter Kumpel von mir geworden, macht GTA Roleplay, den habe ich auch im GTA Roleplay kennengelernt. Spielt gerade Euro Truck Simulator, weil er gerade auch keinen Bock hat auf wirklich Roleplay. Tut, was er kann, um seine Community zu unterhalten, finde ich super, super cool. War jetzt auch zuletzt ein bisschen angespannt tatsächlich, weil er was anderes versucht hat als GTA Roleplay, aber das finde ich eben halt sehr, sehr nice, dass er versucht, naja, dass die Leute gucken wegen ihm und nicht wegen des Games. So, und das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Empfehlung geht definitiv raus an Jerkskin. Aus der Comfortzone raus. Richtig, ja. Genau. Und er hat rote Haare und ist seelenlos. Und so ist er auch die ganze Zeit. Ja. Und wieder zu. Das, ja. Das Klischee spielt er einfach komplett aus. So. Finde ich halt cool. Wow, mein Content Creator ist von Instagram. Wenn ich eine ganz kurze Ablenkung brauche und etwas lachen. Nein, sind keine Bilder oder so. Freu dich nicht. Wenn ich etwas zum Lachen brauche, dann schaue ich mir Q-Park an. Q-Park, ich glaube, der wird so ausgesprochen, ich bin mir gar nicht so sicher, macht kleine Comedy-Sketch. Sehr viel stellt er sich einfach in die Öffentlichkeit, hat einen Knopf im Ohr, hört sich das Lied an und singt das Lied halt voll Hals mit und filmt die Reaktionen der Leuten dazu und tanzt. Und es ist... Ich muss jedes Mal lachen. Das ist fantastisch. Ich finde das. Jeder Post hat diesen Smiley da drin. Ja. Was so eine jeder Post. Ich verstehe nicht, warum man sich an so einem Smiley so aufhängen kann. Das ist für mich so hirnrissig. Dieses Smiley. Das ist nur ein Smiley. Ja, eben. Er bringt mich zum Lachen. Da könnte er von mir aus, kann er sich was auf den Kopf setzen. Ist mir wurscht. Es ist witzig. Es ist lustig. Viele Videoclips, die er auf die Schippe nimmt. Ich finde es fantastisch. Ich sehe das gerne. Und die Reaktion der Leute finde ich großartig. Oh ja. Großartig. Ich habe da einfach Spaß dran. Kann man sich mal angucken. Definitiv, ja. Wenn ich das schon sehe, weil ich es im Ohr habe. Die Leute... Also ich muss sagen, ich guck's auch ab und zu, das ist, ja. Mega witzig, ja. Ich habe diese Woche, ich weiß gar nicht, ob ich das so übers Herz bringen soll, aber ich habe mir seit Jahren, glaube ich, das allererste Mal, dass ich Herrn Slapstick ein Kompliment machen möchte. Ich habe mir diesen Monat, Herrn Slapstick rausgesucht. Warum? Weil dieser Mensch endlich erwachsen geworden ist und ich da sehr froh drüber bin. Ich kenne ihn ja schon ein paar Jahre und mich ist dieser Mensch eigentlich immer anstrengend gewesen. Und das bis vor kurzem. Doch er hat mich mal eines Besseren belehrt und hat mir mal gezeigt, dass er auch anders kann. Und das hätte ich ehrlich gesagt nie erwartet.
hätte ich nie erwartet, dass von diesem Mensch nach so vielen Jahren Sturheit und Blödsinn, den ich gehört habe, dass er sich fängt und endlich mal anfängt, sein Leben zu leben und mal was zu machen aus dem, was er geboten kriegt. Und das tut er jetzt gerade und da bin ich sehr stolz drauf, als Freund, Kollege, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und ich würde euch, glaube ich, Slapstick seinen Restart oder Reboot wirklich ans Herz legen. Ich glaube, wir werden viel schöne Dinge sehen. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo was geht. Danke. Vielleicht werde ich jetzt endlich Partner. Vielleicht. Könnte was werden, ja. Boah, Junge. Oh. Jetzt kriegst du ein Follow. Der hat sich rausgehauen. Okay, Freunde der Sonne, vielen Dank fürs Zugucken. Müssen wir eigentlich Slapstick seinen Link posten? Ja, warum macht das keiner? Ist doch schon. Achso, ist schon. War schon, okay. 100 Minuten. Aha, ja, okay. Freunde der Sonne, vielen Dank fürs Zugucken. Heute war das echt, muss ich sagen, ein sehr gemütlicher Schnack. Hat mir sehr gut gefallen. Danke, Stefan, dass wir das so einfach über die Bühne gekriegt haben, dass du mal hier bist. Sehr gerne. War cool. Jetzt bin ich schon ein bisschen traurig, dass ich das nicht früher gemacht habe, du. Vielleicht möchtest du ja nochmal wiederkommen. Gerne. Wirklich. Wäre schön. Ja. Weil es war doch sehr befreit heute. Also wir haben selten solche Tage, wo wir, muss man dazu sagen, unvorbereitet reingehen, weil Ranzratte war jetzt so, hätte man sich zur Musik was aufschreiben können und so weiter und so fort. Aber es waren schöne Gespräche. Das war sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Falls ihr Leute da draußen Lust habt, irgendwie uns mal Gäste zu empfehlen oder irgendwas loswerden wollt zu diesem Stream und uns Feedback geben wollt oder irgendwie in auch nur irgendeiner Form mit uns interagieren möchtet, könnt ihr das über Twitter tun oder über Discord. Das haben wir alles da, haben wir eingerichtet für euch. Scheut euch da nicht und legt los. Ich bedanke mich, dass ihr alle da wart und zugehört habt. Wir sehen uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder. Die Folge wird, glaube ich, richtig abgespaced, Leute. Ja, die Folge in 2 Wochen wird, glaube ich, extrem abgespaced. Nee, stimmt gar nicht. In vier. Stimmt, nächste Woche ist ja... Spoiler. Ja, in 4 Wochen wird es abgespaced. Nonetheless, auf jeden Fall, das wird sehr funky. Dankeschön fürs Zugucken. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Dankeschön an die Regie, an alle Leute, die im Hintergrund an der ganzen Butze schrauben und Schüssikowski. Labby? Von mir auch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke, Stefan, dass du da warst. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen und ein paar Worte mit dir zu wechseln. Danke, Dizzy, für die lieben Worte natürlich. Danke alle, die hinter der Kamera sonst noch mitgearbeitet haben und Dinge erstellen und hierfür mitarbeiten und dass das alles so reibungslos läuft und bis in 2 Wochen. Habt einen schönen Abend. Danke für den schönen Schnack. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Stefan, schön, dass du da warst. Schön danke, mit danke. Euch. Ja. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss. Was? Nee, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke. Ey, was soll das? Wir haben jetzt schon gebunken. Jetzt mach Feierabend. Ja, okay, tschüss, ne? Nee, tschö. Mach weiter. Tschüss. Was ist denn jetzt? Jetzt sag doch mal was Nettes. Willst du jetzt noch was sagen oder machen wir Feierabend? Ja, mach. Hallo. Der ist tatsächlich gut, ne? Das ist der mit 0. Dann winkst du, Arsch. Wir müssen ein Foto machen. Achso, winken. Das ist nur grüner Tee und Zitrone. Schmeckt echt lecker. Vom Pfanner. Sind wir fertig, Regie? Sind wir offline? Nee, ich glaube noch nicht. Winken! Wink! Winken!